Oh no, it's Necrozma. Bad boy. Was mache ich denn seit 31 Stunden hier? Wobei, viele Stunden sind, glaube ich, auch draufgegangen, als ich das Wuffels rumgetauscht habe. Hallo, Mr. Happens. Hallo, Mr. Maurice. How's it going? How's it flowing? Man, I'm cool. Wo muss ich hin? Irgendwas sitzt falsch auf meinem Kopf. Hallo Eski. Hallo Candy Mountain. Hallo Angel. Ding, 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 ding. Ha, was für ein wunderschönes Spiel, Leute, oder? Mensch. Dummer, dummer Pokédex. Kannst du mal die Klappe halten? Ich will die Karte sehen, aber nein. Wo wärst du lieber drin? Warum soll ich in dir drin sein? Ekliger Pokédex. Natürlich Pokédex. Ich brauch die Karte, Mann. Ich muss weiter da hoch, ne? So war das. Hallo, Miku. Hallo, Megumina. Hallo, Anne. Hallo, Still Green. Ich gehe falsch. Hallo, Azrael. Entschuldigt, 40 Minuten zu spät heute. Aber heute war Busy Day. Zwei Handwerker gleichzeitig da gehabt. Gerade noch ein Video aufgenommen. Kaffeemaschine versucht rauszufinden, wie sie funktioniert. Viel heute schon gemacht. Essen vorbereitet für heute Abend. Ihr wisst es sowieso, was es gibt. Und jetzt ist es viel zu warm in diesem Raum hier. Deswegen kriegt ihr alle wieder einen Stress. Warum ist es so hell bei ihm? Warum sieht alles anders aus? Not my streamer. Veteran Leopold, so ist es. Der sieht sogar aus wie ich. Gleiche Haarpracht, gleicher Bart. Gleiche Behaarung. Übrigens hat er... Seht ihr das? Oh mein Gott. Game Freak, seht ihr das? Schaut mal seinen Mundwinkel an. Das sieht zumindest so aus, als würde sein Bart... Also wisst ihr, wie hier? Der Bart geht um die Lippen rum, ne? Vor allem ist bei ihm die Verbindung komplett da. Der Bart geht um die Lippen rum. Und wenn man dann hier lächelt in die eine Ecke rein, dann verschiebt sich der Bart mit. Aber er lächelt unter dem Bart durch. Not my Veteran, nein. Aber er hat den richtigen Namen auf jeden Fall. Der richtige Name. Clip. Clip von diesem Namen. Kira, dankeschön für 7 Monate. Hallo Olinator. Hallo Marco. Hallo Fabian. Hallo Zorumi. VR Flammenwerfing. Candy Mountain, du bist ein Weherber. Fabian, du bist ein Onyx. Die Plauze ist auch genau die gleiche. Exakt. Die wohlgeformte. Warum Gift? Gift? Feuer? Was hat er getan? Ist Psycho gut gegen Gift? War da was? Mimikma ist noch zu schwach. Ich traue es ihm nicht zu. Irgendwas stimmt heute mit meinen Kopfhörern nicht.
wird nicht bequem. Also heute waren zwei Handwerker da. Es war wieder so. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, dass es gleichzeitig passiert ist, aber es ist so geil, wie der eine sagt, er kommt zwischen 8 und 11. Also ich bin um 8 aufgestanden. Wann kam er? Um 10 natürlich, aber okay. Aber immer schön sagen, zwischen 8 und 11. Wenigstens war es nicht zwischen 8 und 16 Uhr, was es ursprünglich war. Und der andere hat dann auch gestern angerufen und gesagt, er kommt heute um 10. Und ich mir denke, okay, wenn das richtig perfekt oder kacke läuft, dann sind sie beide gleichzeitig da. Und sie waren beide gleichzeitig da. Ich zwischen den beiden hin und her, der eine am Spülmaschine reparieren, was er erfolgreich geschafft hat. Das war so ein richtiger Grantler, der einfach kaum was gesagt hat. Einfach nur, hat sich hingekniet, hat sie repariert, ist wieder gegangen. Muah, wundervoll. Halogenen. Wie, ich bin tot. Warum Veteran? Klingt nach Telekom-Techniker. Es ist allgemein einfach so, weil sie einfach nicht wissen, wie lange sie bei den Kunden davor brauchen. Und Geister wiegen doch nie viel, oder? Rambos. Und der andere war da wegen unserer Heizung. Und der hat original bis 13 Uhr hier rumgemacht. Also der war, glaube ich, 3 Stunden hier. Und ein super alter... Was ist Plumber? Plumber auf Deutsch. Ein super alter Sanitär. Handwerker. Klempner, genau. Ein super alter Klempner, so bestimmt 70 Jahre alt, wenn nicht 80. Aber sehr nett, aber auch sehr... Weiß nicht. Keine Ahnung. Aber mit wem hat er da rumgemacht? Am liebsten anscheinend mit dem Bosch Spülmaschinentyp, mit dem aber er dann versucht, ein Gespräch zu machen, aber der blieb einfach komplett grantlig so. Ja. Hat kein Smalltalk mit dem geführt. Und der Heizungsmensch hat es nicht hinbekommen. Er hat gesagt, da ist so viel kaputt an diesem System. Er hat auch gesagt, I don't like this heat im System. I don't like it. Anscheinend wurde hier so viel rumgepfuscht und so viele Systeme abgegradet, aber nicht richtig und hin und her, dass man so viel ersetzen muss, dass es richtig funktioniert. Und er hat dann auch, wo ich dann gemerkt habe, oh Gott, du hast doch auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Weil es ist halt so ein, zum einen ist es so upgedatet, dass ich, wie ich euch erzählt habe, dass es so ein Smart Home Heizsystem ist, dass ich vom Handy aus, von einem anderen Land aus bei mir die Heizung anmachen kann. Aber zum anderen ist einfach da so ein Drehschalter an der Wand von vor 30 Jahren oder sowas. Und dann sagt er, okay, du musst einfach nur diesen Drehschalter bewegen und dann geht die Heizung an. Und sage ich, okay, doubt. Glaube ich nicht. Denn warum ist dann dieses geupdatete Ding da? Muss ich da voll machen? Muss ich da wenig machen, damit das aktiviert? Oder überschreibt das das oder das nicht? Und er ist einfach nur so, hat irgendwas gesagt. Aber ja, der wird irgendwann die Woche oder nächste Woche das reparieren und dann werde ich einfach... Solange es irgendwie angeht, weil langsam wird es echt kalt. Es wird echt kalt, wir sitzen abends immer mit Decken und fetten Pullis hier. Weil vor allem, wenn es dann mal ein Winter wird, dann mehr Meeresbrise im Winter. Eieiei, eiskalt. Aber bis dahin wird es hoffentlich gerichtet sein. Aber er hat gesagt, ja, wenn er wiederkommt, dann muss er das ganze Wasser abstellen und das ganze Wasser drainen, also das ganze System leer machen und dann die Ventile zu erneuern, bla 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 bla. Ja, das wären dann auch schöne 2 Tage, wenn hier jemand ist und einfach kein Wasser geht den ganzen Tag. Wie lange geht die Story eigentlich noch? Weiß ich nicht. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Mindestens eine halbe Stunde, würde ich sagen. Ich nehme mir immer eine Decke aus, es ist halt wirklich unaushaltbar. Das heißt, du greifst eher zur Decke, als die Heizung anzumachen.
Ja, das Ziel ist halt, weil das System hier so gemacht ist, dass du einfach, du kannst an der Wand digital einfach eine Temperatur einstellen und der Raum wird dann auf dieser Temperatur gehalten. Also ganz normal, wie es halt sein sollte, nur nicht so, dass du das selber steuern musst, indem du auf deine Heizung so drehst und dann so guckst und dann sich dran gewöhnst, sondern halt wirklich fast Smart Home. Es ist Smart Home mäßig, aber es ist eigentlich... Für Smart Home müsste noch mehr verknüpft sein, habe ich das Gefühl. Tardat, wer bist du und warum kommst du auf einmal her und lässt mich aufstehen? Ich hasse es sowieso, wenn Leute es machen, oder kommt noch jemand her, dessen Namen ich gar nicht mal so erkenne und lässt mich einfach aufstehen? Warum kommen mehrere Rokaras? Ich bin nicht bereit für mehr Rokaras. Was machen wir gegen Rokaras? Wir machen Pampros. Pampros für Rokara. Pampros ist halb tot. Cool, mein ganzes Team ist halb tot. Warum ist Parasect dabei? Fuck. Matt, ist das nicht ein... Das ist doch ein wilder Kampf. Tschüss. Lässt er mich einfach aufstehen? Standest du nicht vorhin hier oben? Ein stiller Zuschauer, der das erhalten hat. Erhalten hast du gar nichts. Das kann jeder machen. Aber es ist natürlich besser, wenn ich aufstehe. Aber oh mein Gott. Hallo Ferret. Letztes Jahr mussten wir sehr viel an Nachzahlung machen. Das gibt's hier ja gar... Also es gibt's bestimmt auch irgendwo, das System. Aber in den zwei Wohnungen, wo die wir jetzt hier gelebt haben, gab's das System nicht. Wir zahlen einfach immer aktuell den Preis für den Monat. Es ist nicht so, dass jemand anderes es zahlt und dann wird ausgeglichen. Sondern die Mieter zahlen selber alles. Also es gibt kein Warm und Kalt. Es ist einfach alles kalt und der Mieter zahlt alles selber. Was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir denn jetzt? Dann machen wir Schaufler hier und Schaufler da. Wir schaufeln auf Ulnona. Ist Ulnona nur Eis? Noch eine Pilzspore auf den da. Hallo Mauslo. Isa, du bist ein Mob-Tiff. Parasek. Parasek ist sogar gefroren. Eigener Kamin wäre natürlich auch geil. Kamine. Ich hatte in meiner ganzen Kindheit einen Kamin. Ich empfehle dir nicht, einen Kamin zu haben. So viel Arbeit, so viel Dreck, so viel Gestank. Du wirst nicht glücklich mit einem Kamin. So ein kleiner Ofen vielleicht eher. So ein kleiner Ofen, wo du ein bisschen Holz reintust und dann durch die Rohre, durch die ganze Wohnung wird die ganze Wohnung warm. Aber so ein richtiger Kamin... Ein Abfuck ist es. So, Donarion, du... Nee, Donarion schwebt gar nicht. Oh, ich bringe jetzt mein eigenes Donarion um. Egal, Pampros stirbt davor. Okay, da wird nur ein Kamin am Fernseher produziert. Krass, können die nichts gegen Donarion machen. Ist Eis nicht gut gegen Käfer? Bilde ich mir das wieder ein, dass Eis gut gegen Käfer ist? War Schaufler gut? Nicht wirklich. Ich habe Donnerblitz, ne? Los, Gewitter, Giga, Sturm. Habt ihr gesehen? Das war gestern schon. Oh, es war klar. Es Piroyal. Nee, wer ist es? Serpiroyal. Serpiroyal kommt nächstes Wochenende. Bald Hammers. Okay, gut.
Eben, hast du eigentlich Shiny Suicune und Raikou, nee, Entei auch bekommen dann? Oder hast du nur das Shiny Raikou damals? Hallo Red Face. Ey, wenn jetzt mein Donarion das noch reißt, Killer. Aber Sandama ist halt auch Stahl, das heißt Elektro ist richtig kacke. Aber Stahl-Eis sollte doch richtig, da sollte doch Schaufler so richtig gut sein, Mann. Finte, Dunkelklappe. Du hast alle mehr, von allen mehr als 5 Shinies. Ich rede von Shinies. Du hast von allen mehr als 5, aber hast du von allen, du hast von allen ein Shiny. Bin so froh, wenn diese blöden Raids rum sind. Ja, ein bisschen. Wie, ist Schaufler daneben gegangen? Warum ist Schaufler daneben gegangen? Sandama, heimlich Schwebefähigkeit. Oh. Nicht Flucht, nicht Flucht. Ich will mich heilen. Ich will nicht den Kampf nochmal machen. Top-Genesung. Reicht Hypertrank? Hypertrank macht doch 120. Donarion hat 160. Okay. Kein einziges Shiny, dort ist doch Shiny Raikou. Wo du so mit angegeben hast, ich erinnere mich doch. Smokey! Dankeschön für deinen allerersten Sub. Hallo. Warum hat Schaufler nicht funktioniert? War das einfach Pech? Die 5% oder was das sind, Pech? Schaufler muss doch so krank stark sein. Okay, es hat funktioniert, es war noch nicht so gut. Warum ist das nicht so gut? Ist Boden nicht gut gegen Eis? Nicht Stein ist gut gegen Eis und Eis ist gut gegen Boden. Ah. Egal, wir haben es geschafft. Habe ich Fluchtseile? Ich meine, kann ich Schaufler machen in dem Spiel? Geht das? Oder ist das so, du brauchst einen Helfer-Pokémon, um das zu machen? Funktioniert hier Schaufler? Geht das noch? Geht doch sicher nicht, oder? Geht das echt nicht? Das war so eine coole Möglichkeit, mit Schaufler fliehen zu können aus Höhlen. Warum? Geht das echt nicht? Kann ich nicht mal irgendwie hier auf Schaufler gehen oder so? Hm. Oliver, war das? Ja, und dann, ich weiß, und dann hast du ein paar Tage später es auch gekriegt und warst so, yay, ich hab's auch. Aber gut, eingebildet. Muss ich echt Fluchtseil nehmen? Wie viele Fluchtseile habe ich? 2 nehme ich. Hallo Mariko. Vor die Tür bloß. Ich dachte, es geht zum Pokémon Center zurück. Nein, nein. Jetzt Parasek wieder wegmachen oder gibt es in der Höhle geile Sachen, die ich fangen könnte? Ich glaube, ich muss Parasek wegmachen. Alter, heil! Joy, please! So rich.
Wie viel Zitterobs habe ich noch? 52. Was ist Pokebeetle? Die garantierte Flucht. Also die Pokepuppe. Demon King, hallo. Ach Gott, das weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Der Löwenzahn. Die puschte Blume. Kotomi, genau. Genau. Parasag nicht weggemacht. Aki Schmacki, du bist der Koriogel. Das haben wir hier immer noch nicht gefunden. Koriogel, Aki Schmacki. Das ist schon krass, wie wir letztes Mal 20% Kokowai gesucht haben und es kam und kam nicht. Und Koriogel war ich ja auch. Ich war ja nicht wenig in diesen Feldern. Nicht Kotomi. Koriogel. Und es kam auch nicht. 20% sind hier echt ein bisschen eine kleine Lüge. Was? Was ist los? Euer Rogue ist eigentlich ziemlich easy. Ich weiß, es kam trotzdem nicht. Ich habe nicht danach gesucht, aber kam einfach noch keins. Ich habe noch nie eins gesehen in diesem Spiel. Was soll ich tun? Danach suchen? Ich will nicht danach suchen. Was ist das? Ist hier ein Fotospot? Hat nicht die Kamera gerade irgendwas gemacht? Im Blumenmeer. Ich mache gerade auch Ultramon Run und Koriogel war bei mir das erste Encounter dort. Bei mir nicht. Kokowai hat auch trotz 20% irgendwie 25 Encounter oder sowas. Das hat so lang gedauert. Ich weiß auch nicht warum. Das ist doch nicht so schlimm. Was gibt's hier Schönes? Tapu Toro vielleicht. Noch mehr Rokaras, I get it. Leo der Pechvogel. Leo der Veteran. Okay, Taurus. Abnehmen. Sandwich-Katze, du bist ein Zapplerang. Zapplerkeck, so. Zapplerkeck. Leo möchte nur noch als Veteran angesprochen werden, bitte. Ja, wir haben die Bestätigung gekriegt in diesem Spiel. Aber mich irritiert, dass der Charakter, Lego der Veteran, war der eine Typ, gegen die wir schon öfter angekämpft haben, also Veteranen. Aber war das nicht jetzt auch ein Typ aus der Story, der hier der Insel-Irgendwas-Meister ist? Oder der sah nicht anders aus. Der sah genauso aus. Warum haben die einfach dann... Warum ist irgendein... Das ist jetzt kein Hauptcharakter, aber es war schon... ein Charakter einer Cutscene würdig. Kabutops, ja, zum Glück habe ich Amphira ausgerüstet, ne? Ich finde ja, Gift sollte gut gegen Wasser sein, weil mit Gift vergiftet man Brunnen. Silvaro, eine Laubklinge, wie wär's? Du musst leveln, du bist ein schwacher Starter.
Das heißt, wenn ich mich heute ranhalte, dann schaffe ich heute die Story durch. Ich muss doch nur die Insel noch hier machen, wahrscheinlich. Los, klingt denn Laub? Nein. Kabutops, Volltreffer natürlich. Und fort. Yep, okay. Onagoras. Knuddler, los. Onagoras nehme ich einfach auch Laubklinge. Ah, nee. Drache. Boden. Fee. Ich habe keine Fee. Ich weiß, was geht. Ich überlege, was ich nehmen kann und gleichzeitig in meinem Team ist, vielleicht. Warum bist du kein Feuerpampros? Macht keinen Sinn. Stolzieren wir weiter. Was ist hier? Ich habe versucht, mir einen Kaffee zu machen. Wir haben so eine fette Kaffeemaschine, so richtig mit... Also die war hier in der Wohnung. Richtig eine eingebaute Kaffeemaschine mit... Mit Mahler, mit Sieb, keine Ahnung, halt so ein krasses Ding. Und... Ich habe erstmal im Internet nach einer Anleitung gesucht. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, wie Leute sich selber gut schmeckenden Kaffee machen. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht ist einfach selbstgemachter Kaffee diese Art von Geschmack und ich mag die einfach nicht. Ich weiß nicht wie. Es schmeckt alles nach entweder zu wässrig oder dann sind kleine Stücke drin. Und wie machen das Leute? Kann ich irgendwas gegen dich tun? Du bist Psychoflug. Warte, Psycho war gut gegen Gift, ne? Es macht kein... Oder er war Gift, ne, Käfer ist gut gegen... Aber ich will mir suchen. Garn es schon mal Bodenfeuer als Typ? Gab es schon mal Bodenfeuer als Typ? Ja. Öfter als... nicht nur Kamerupt, oder? Ist Kotl nicht auch Bodenfeuer? Oder ist Kotl nur Feuer? Ich glaube, es gibt schon sehr oft Boden und Feuer. Stopp! Hallo! Was mach ich denn jetzt? Ich hab keinen Wolverock dabei. Was machen wir denn jetzt? Geist. Okay. Kurtl ist nur Feuer. Also Kamerupt und Kamaub sind Bodenfeuer. Gibt sonst kein Bodenfeuer, Mann? Safe. Ich meine, Groudon ist in unserer Herzen. Bodenfeuer. Dass das nur Boden ist, ist auch eine Schande. Genau wie unser Pferd. Wieso bekomme ich keine Benachrichtigung? Nicht würdig vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist hier irgendjemand mit einem neuen Pokéball-Badge? Ich habe eins, ich will noch mehr machen, neue. Oder mehr hinzufügen. Aber ich habe einen neuen Badge hinzugefügt. Wer hatte das vorgeschlagen? Ich habe das den Missing No Ball gemacht. Also bestimmt, wenn ihr auf Sub drückt, könnt ihr das sehen. Je nachdem, glaube ich, wie lange ihr subscribed habt, keine Ahnung. Bodenfeuer-Type ist auch Ass? Nein. Pampros muss Bodenfeuer sein. Doppelkick ist safe, nicht so gut. Ich muss mal eine geilere Kampfattacke lernen. Wieso schreckst du zurück? Das war ein kleiner Nackenklatscher. Ein neues Sub-Badge habe ich gemacht für 3,5 Jahre.
Und er sieht eigentlich ganz cool aus. Ist halt, sieht aus wie Missing No. Die Farbgebung. Irgendjemand hat das vorgeschlagen. War es nicht sogar Marco, der das vorgeschlagen hat? Irgendjemand hat das vorgeschlagen. Gute Idee. Direkt gemacht. Angama. Wieder mein ganzes Team gewiped jetzt hier fast. Ich werde es nie haben. Ja, jeder, der über 3,5 Jahre ist, wird es nie haben. Clownbetzer. Den Mi'kmaq und Clownbetzer. Macht das Sinn für den? Er hat Angriff und Genauigkeit. Macht das Sinn? Nein. Ich mach sowas nicht. Soll mal Knuddler lernen. Yugong. An Yugong denkt man oft nicht, dass es existiert. Aber es ist so ein cooles Tier. Nur bei solchen Mons weiß ich nie, ob es Wasser oder Eis ist. Aber ich glaube, Yugong ist einfach nur Wasser. Es ist nicht mal ein Eismann. Was auch komisch ist. Und es ist wahrscheinlich schneller, weil alles ist schneller als mein Silvaro. Yep. Aber es kann Eis. Okay, tschüss. Es ist Wasser. Es ist Wasser-Eis. Aber Austausch ist zum Beispiel nur Wasser. Es gibt auch so ein paar, wo man sich denkt, ach, zumindest weil für mich halt damals in der Seeschauminsel, wo Arktos ist, trifft man die ganzen Eis-Pokémon. Und dann ist da halt Austos und Sterndu. Austos auch? Okay, jetzt muss ich dich fact-checken. Austos ist Wassereis. Ich meinte natürlich Mushas. Mushas ist nur Wasser. Nicht Trugschlag, du Trottel! Ich war doch noch nicht da. Aki Schmacki, dankeschön für dein Prime. Schlaf, Yugong, schlaf. Schutzschild? Kann ich trotzdem es einschläfern? Nee, ne? Halt nicht sehr effektiv. Was ist das für eine Kack-Typen-Kombo Wassereis? Hör auf, dich zu heilen. Das ist ja schrecklich. Muss ich jetzt Beleber einsetzen? Das wird der Heilkampf, nicht Pilzspore. Wacht auf. Was ist das für ein komisches Mon? Was ist das für eine KI? Okay, ich glaube, das wird ewig gehen. Ich nehme jetzt einen Beleber und belebe meinen Donarion. Hey, die Pokémon kenne ich sogar noch alle. Layla. Das stört mich selber. Hier gerade zufällig ist ein Kampf mit Gen 1 Pokémon. Hey, hey, hey. Eigentlich wollen wir hier ganz andere Pokémon. Die Gen 7 Pokémon sind echt cool, aber es sind so wenige da die ganze Zeit. Layla, vielen, 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 vielen Dank für 45 Monate. Hast du den neuen Ball? Layla hat den neuen Ball. Ich habe gerade gesagt, dass ich ein neues Sub-Badge hochgeladen habe. Layla hat den neuen Glitch-Ball. Und ich finde, der sieht richtig cool aus.
finde den geil. Ich sollte tauschen, oder? Jetzt, wo es schläft. Nee. Hallo JJ. Komm, schlaf noch eine Runde. Hast du deinen Favorite Gen 7 Mon? Ich würde sagen, mein Favorite Gen 7 Mon ist vielleicht sogar Donarion. Wobei, es ist ein Käfer, ich hasse Käfer. Mimikyu würde jeder sagen. Was ist denn Gen 7? Also am coolsten finde ich Donarion. Am sexiesten finde ich definitiv Amphira. Nee, es muss eigentlich Zenlong sein. Ah, oder der ist hier. Stimmt, Moruda gibt's ja auch noch. Moruda oder Zenlong? Die sind beide so geil. Jetzt, wo ich letztens Zenlong im Kampf gesehen habe, sage ich Zenlong. Das Gesicht, was es macht. Hallo Fast Guy. Noch ein... Nein, ich bin noch nicht so weit. Na, die hat keinen Pampros, die kann gar nicht zu mir. Ich laufe einfach weg. Wie soll ich den Kampf denn jetzt gewinnen? Bist du einfach gestrickt, Lunala? Legis zählen niemals bei so einer Frage. Du kannst nicht einfach Legis aufzählen. And Tiny, du bist ein Gelatwino. Farsky, du bist ein Reshiram. Und das schaffe ich, das schaffe ich, das Viech schaffe ich. Vom Kiefer kriege ich Heck. Komm. Sehr gut. Ultrabestien. Nee, Ultrabestien darfst du auch nicht aufzählen. Tatsächlich ist gerade niemand so cool wie du, Layla. Layla ist die einzige, glaube ich, mit einem Glitchball. Ist Nibuna? Passt schon. Ich weiß, sind nicht nur Gen 1 Pokémon. Pikachu in Gen 7? Ja, Mimikyu sagen halt viele, so auch der Uwe. Easy. Reshiram ist dein Lieblings-Gen 7 Pokémon? Sehr gut. JJ, dein Lieblings-Gen 7 Pokémon ist Lichtel. So beneid, JJ. Gen 5 Hasser der ersten Stunde kriegt direkt ein Gen 5 Mon. Ist das etwa Tageslicht bei mir? Ja. Mein Raum war so unfassbar warm und ich musste einfach das Fenster aufmachen. Ich weiß. Not very gamer. Uwe, dankeschön für 50 Monate. Das ist zu viel für den Glitchball, die 50 Monate. Zauberschein, okay. Kann Mimikyu Zauberschein lernen? Sollte, oder? Ja, aber Lichtle und Ignivore mit Entwicklung sind okay. Das ist aber gütig von dir. Gnädig. Ich hab den Raum auch noch nie so hell gesehen. Hast du überhaupt schon meinen neuen Raum jemals gesehen? Ich bin vor einem Monat umgezogen. Mein Raum ist komplett nagelneu. Ich kann mich eh hinsetzen. Der Raum davor konnte gar nicht so hell sein. Wen haben wir hier? Wimmer! Du bist eine Biene. Du bist ein Vadribi. Oder wie ich gerne sage, Vadribri. Golbat. Müssen wir das machen? Das müssen wir nicht machen. Sind wir noch in Dublin? Ja, ja. Nur 20 Minuten woanders hin. Bisschen mehr am Stadtrand. Dafür ist die Wohnung
Muss ich da lang oder da lang? Hier lang. Dafür leben wir jetzt komplett am Meer. Also wir haben davor schon am Meer gelebt, aber jetzt leben wir am Strandmeer. Wenn ich mir einen Kaffee holen will, dann gehe ich, wenn Ebbe ist, übers Meer zu einem Kaffeestand. Die Lilly von damals gibt es nicht mehr. Geht über die Brücke, Brücke stürzt ein, stirbt. Dann wäre das Spiel Platz 1 für mich, wenn jetzt die Brücke einfach zusammenbricht. Kramoks reichen nicht. Nein, wir brauchen eine einstützende Brücke. Nein, Kramoks reichen nicht. Jetzt bitch-slappt diese des Kramoks einfach tot. Mein neues Ich! Neue Frisur! Sag nicht, ich muss sie jetzt wieder retten, nachdem sie gerade diese Ansprache gehalten hat. Oh mein Gott, sie läuft weg. Ha! Ich hasse sie. Bei Flut schwimme ich, genau. Bei Flut gehe ich so super cringe über die Steine am Rand und denke mir jedes Mal, ah, das wird sicher einfach und bereue es jedes Mal und sterb fast. Halt wirklich. Jedes Mal sage ich mir, okay, nie wieder. Ich gehe nie wieder bei Flut da bei Flut rüber. Hallo Itachi. Was hast du gegen Lilly? Hast du auch gerade gesehen. Was soll ich nicht gegen sie haben? Außer du stehst vielleicht auf Frauen in einer verzweifelten Prinzessinnenrolle, die sich nicht selber helfen können und du sie immer retten musst die ganze Zeit. So eine Zelda. Nee, Zelda war so viel stärker und besser immer. Vor allem Tetra-Zelda. Lilly ist so. Lilly ist dieser typische Charakter, der die ganze Zeit nur mi, 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 mi. Dann irgendwie eine krasse Veränderung hat und dann. So Schema F. 50 Monate bin ich schon hier. Damals haben wir noch richtig Spiele gespielt. Fortnite und sowas. Jetzt geht's hier nur noch um diese ganzen Pikachus. Es ging hier schon immer nur um Pikachus. Nur für dich habe ich eine Ausnahme gemacht und habe mit dir zweimal Fortnite gespielt. Wo ich immer noch zurückdenke. Dann passt Lilly ja zu dir. Oh mein Gott, das beste Dickdreh. Womit haben wir schon beide? Ja, ich habe, glaube ich, nur... Doch, ich habe beide schon. Ich brauche dich nicht. Die beste Repräsentation von einem Leo ohne Cap. Sucht euch eins aus. Alles ist möglich. Solange die Cap auf ist, sind alle drei Frisuren möglich. Ihr werdet nie sehen, welche von den drei tatsächlich Präsenz zeigt. Präsenz hat, Präsenz geben wird. Aber blond, selbstverständlich. Tschüss, Dickdreh. Großartiges Pokémon. Henriette, du bist ein Visor. Halt, halt, halt. Halt, halt, halt. Sind es immer Dickdrehs? Ich wette, Glatze. Du bist gleich gebannt hier, wenn du noch so mal so nochmal so ein dreckiges Wort in den Mund nimmst. Leon Fortnite? Krass. Ich glaube, die schlimmste Fähigkeit hier finde ich wirklich diese hier. Ja, Macho Mai. Nehme ich in deine starken, muskulösen, mit Venen versäten Arme. Kann er nicht einfach neben mir herlaufen und ich sage ihm, da, schieb. Warum muss er mich tragen? Ich habe enges, gleiches, lockiges, voluminöses Haar. Ich weiß. Komm, das kann nicht bequem sein. So komplett gegen einen Stein. Warte mal, muss ich da hinschieben? Nee, ich muss hier hinschieben. Komplett gegen den Stein gedrückt. Ein dickes, starkes Macho Mai hinter mir. Macho Mai, ich kann nicht mehr, du musst mich tragen. Ah. Willst du mir sagen, dass du jetzt einen 3,5 Jahre Ball gemacht hast, jetzt, nachdem ich seit 4 Tagen auf 4 Jahre bin? Bist du echt so neu auf 4 Jahre? 48 Monate. 48 ist aber... 4 mal 12 ist 48, ja. Ja,
Weil, kamen wir nicht wegen dir auf diese Diskussion? Hast du nicht gesagt, gibt es ein 3,5? Nee, irgendjemand hat gesagt, es gibt ein 3,5, es gibt keinen 3,5 Jahre Ball. Oder gibt es nach dem Mindball noch mehr Bälle? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache welche. Und jetzt habe ich den Mindball gemacht. Wie hast du das jetzt überhaupt gemerkt? Ich habe den Glitchball gemacht, ja. Layla hat ihn. Du nicht. Du hast es nicht gesagt. Soll ich so... Achso, hier. Ist das Runde eigentlich die Nase oder der Mund? Das sind die Fragen der Kindheit. Weil ja. Also manche Leute haben da immer einen Mund mit einem Zahn drin gesehen. Ich nie. Ich habe das immer als Nase gesehen. Und es ist auch die Nase. Vor allem, weil jetzt gibt es 3D-Modelle und dann sieht man, dass es eine Nase ist. Aber der Gedanke ist lustig, dass es so einen Hasenmund hat. Ist hier noch was ich runterschieben muss? Muss ich nicht... Ich habe das Gefühl, die Treppe ist das Besondere. Faktisch so cool, dass ich nachdenke, auch nach Irland auszuwandern, weil das Wetter da besser ist. Definiere besser. Also ja, finde ich auch. Weil du hast... Also als ich letztens kurz in Deutschland war, das ist ja die Hölle. Die Hitze war ja schrecklich. Und im Winter, also hier wird es nicht unter 0 und nicht über 25 Grad. Ich war sehr überrascht, die ersten 5 Jahre, wie gut das Wetter hier ist. Also wirklich so, dass du immer das Gefühl hast, also im Sommer zumindest, so wow, ich bin hier am Mittelmeer so ungefähr. Aber dieses Jahr ist das erste Jahr, also ist anscheinend das kälteste Jahr seit 6 Jahren. Also nicht so lang, aber trotzdem, seitdem ich hier bin, ist es das kälteste Jahr. Und es ist so scheißkalt. Wir hatten keinen Sommer hier. Wir hatten so einzelne Tage, wo dann alle sofort rausgerannt sind, weil es auf einmal mehr als 20 Grad hatte. Aber ansonsten ist heute ist auch kein schlechtes Wetter. Aber am Wochenende war es halt einfach 10 Grad. Es ist so kalt, dieser Sommer war so scheiße. Aber ja, wenn man das mag. Die letzten 5 Jahre, was ist das für ein geiler Stein hier? Die letzten 5 Jahre war es echt geil, der Sommer. Und die Winter sind halt trocken. Was nicht trocken, aber sie sind halt. Sie sind definitiv nicht trocken. Nass, aber dafür erfrierst du nicht, wenn du rausgehst, weil es nie mehr als 0 Grad hat. Es ist auch September, Sommer ist rum, weg damit. Ja, aber hier war das ganze Jahr. Über noch kein Sommer. Es war wirklich traurig hier. Die ganze Zeit kalt. Ich denke immer, Irokex ist Stahl. Aber es ist kein Stahl. Weniger Sonne ist besser. Dann geh doch zu Netto. Gibt es den 3,5 Jahre Ball? Was ist das für einer? Das ist der Glitchball. Guck ihn dir an, bei Layla. Erkennst du nicht, was es ist? Irgendjemand hat den Mindball bekommen und dann kam das Thema auf. Ja, Henriette. Deswegen sage ich ja, Henriette war schuld. Sie hat frisch den Mindball bekommen und dann hieß es, was kommt danach? Ja, nix. Redface, du bist ein Krokel. So ist dies. Hallo Daniela. Wir haben seit 3 Tagen über 30 Grad, ich pack's nicht mehr. Dann geh doch zu Netto. Ich komme mit Hitze gar nicht klar, dann geh doch zu Netto. Sommer und Winter braucht niemand. Schwierig. Ich mache auch noch Bälle für danach. Ich habe halt heute, während der Handwerker hier war, währenddessen den Glitchball gemacht.
Ich brauche dieses Wolverock noch. Ich habe nur das besondere Wolverock. Du bist ein Weibchen, ich mag dich nicht. Ich suche nur Schniedels. Dann will ich einen Ball mit meinem Gesicht. Du hast schon ein eigenes Abzeichen, das sonst niemand auf ganz Twitch hat. Und ein eigenes Emote. Was willst du mehr? Die Welt. Don't bite the hand that feeds. So, ich suche jetzt hier einen Wolverock. Ein Normie Wolverock. Du würdest hier 3 zahlen mit einem Ball von deinem Gesicht, Uwe. Das lässt sich alles einrichten. Du willst einen Ball mit deinem Gesicht und dafür gibst du mir, bis du bei diesem Ball bist, hier 3. Lässt sich alles einrichten. Vor allem, weil es ist einfach dein Gesicht, so Minecraft-mäßig, einfach in ein Viereck gedrückt, oder? Mein Gott, ich auch. Wir wechseln einfach jeden Tag ab. Achso, von Happens Gesicht, achso. Nee, das ist dann doof. Stirbt er, wenn ich Gigasauger mache? Ich habe Angst. Soapbox, dankeschön für 3 Monate. Dankeschön. Und Happy, dankeschön für 15 angeschaute Streams. Richtiger Fan. Okay, ich mach Gigasauger, ich trau mich. Personalisierte Abzeichen ist eine Millionenidee. Okay, das ist auf einmal, was ist da los? Aber wie soll ich denn also eine Millionenidee? Aber wie soll man das denn implementieren? Das ist ja. Ich habe ja allein jetzt schon so viele Tier 3 Subscriber. Nicht so viele, aber es sind, glaube ich, ein paar, sodass zumindest die Hälfte aller Badges weg wären. Was mache ich denn dann? Einfach nur Gesichter. Und dann irgendwann, ja, gibt's keinen Platz mehr. Denn Fu, dich braucht keiner. Ich bin zu langsam, ich bin so zu langsam. Du, 124. Also Rosana und die 63. It better be good. It better be sexy. Oder verstörend. Da hat jemand keinen Bock gehabt, eine Rosana mit Abra zu zeichnen. Weißt du, wenn du jetzt sagen würdest, ich will meine Punkte zurück, würde ich es verstehen. Ich würde es verstehen. Ich meine, ich gebe sie dir nicht zurück, aber ich würde es verstehen. Weil das ist einfach ein Abra mit einem Knutschgesicht. Ich will meine Punkte zurück? Nö. No Backsies. Du weißt, auf was du dich einlässt. Wo ist das Wolverock? Hatte ich jetzt wieder so krankes Glück beim ersten Mal? Fähigkeit Angsthase. Parasek. Dein ganzes Durchspielteam ist so langsam. Dieses Parasek ist so anstrengend langsam, dass es echt nicht geil ist als Fangmon. Was bist du? No Kampf. Happy, happy, happy. Du bist ein Veggie-Grill. Ne, was? Der Veggie-Grill.
Vegemug wird zu Vegeta. Vegeta, oder? Vegeta. Warum? Was meinst du, inwiefern wir Sigard in Legend Set eine große Rolle spielen? Weiß ich nicht. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Vegeta. Habe ich gesagt. Hallo? Wo ist dieses Wolverockwerk? Es gibt nur zwei. Ein Männchen und ein Weibchen und ich habe die komplette Bevölkerung ausgelöscht. Heyo, Schniedel. Schniedel. Nein. Hinfort mit dir. Schon eine Idee für den 5-Jahre-Ball? Wir haben letztes Mal gesagt, ich könnte noch einen Arceus-Ball machen. Also der ist dann so gold, weiß, schwarz oder so. Und dann ein Shiny-Ball, der die Farben hat vom Schillerpin. Und dann dein Gesicht. Nee, das ist die... Die Mama habe ich nicht umgebracht vorhin, die ist wiedergekommen. Jetzt haben wir alle ausgerottet. Wolverock ausgestorben. Wir bringen einfach die Überreste zu den Fossilienwissenschaftlern. Männchen, auferstanden von den Toten. Ejo. Perfekt, 50-50. Soll ich jetzt Schaufler machen, weil das gerade fast umgebracht hat? ich schmeiß. Seid jetzt glücklicher, weil ich auch im Dunkeln sitze, wie ihr Hardcore-Gamer. Mit dem Energy-Drink in der Hand. Und der anderen Hand in der Hose. Komm ich mal Schaufler, weil ich so krass bin. Warum bin ich zurückgeschreckt? Wegen Steinwurf? Steinhagel? Sehr gut. So, wo ist Wolverock? Wolverock. Hier. Klick. 1101. Ich brauche noch ein normales Wuffels. Exakt. Bibidi babidi boo. Weiter geht's. Genug ausgeruht. Wolverock Nachtform. Okay, ich bleib hier kurz 2 Stunden stehen. Was soll ich tun? Wolverock Nachtform? Ja, lass kurz 2 Stunden hier einfach stehen bleiben. Wenn du jetzt schreibst 10 Minuten, 20 Minuten, dann gibt's auf den Mund.
Da hinten ist jemand. Wie komme ich da hin? 108 und 6. Wie hast du so schnell wieder ein neues gemacht? Okay, 108 und 6. Kein Bocken auf Rosana. Du hast heute kein Händchen für das. Es tut mir leid. Die Beine. Die Knie. Diese Knie. Diese kleinen Mini-Knie. So, was findet jetzt hier für ein kranker Kampf statt? Das ist ein extra krasser Punker. Kein Rüpel, sondern ein Punker. Oh, oh Gott. Donarion, Kampf Unlicht. Somit kann ich machen Flug. Fee. Okay, ich habe nichts davon. Dann greifen wir einfach stark an. Apropos ohne Hose. Mein Ex-Chef musste gehen, weil er unten ohne an einer Telefonkonferenz teilgenommen hat. Das Blöde ist, dass er aufgestanden ist. Unten kommt... Also warte mal. Komplett unten ohne. Nicht mal ein Unterbuchs. Nicht mal eine Unterbuchs. Dann verstehe ich. Ich wollte gerade sagen, hä, ist halt ein bisschen peinlich, aber hä, feuern? Das kann doch nicht sein. Es kann nicht sein. Es tut mir, es kann nicht sein, dass man unten ohne da sitzt und dann so dumm ist aufzustehen. Also unten ohne glaube ich dir. Es gibt genug Leute, die so ein Machtgefühl haben wollen, so, hahaha, ihr wisst nicht, dass ich nackt bin. Ich meine, wie viele Leute von euch sind gerade nackt? Genug Leute wahrscheinlich. Ich will's wissen. Ich will's nicht wissen. Schau. Aber dann so dumm sein, aufzustehen. Er hat zu viel Wein getrunken. Okay. Hallo Yoshi. Jetzt über die Wurzeln gehen. Sonic Riders. In der Corona-Zeit. Beste Zeit, um den Job zu verlieren. Wo gehen wir mal hin? Ich glaube fast, es geht da lang. Ich gehe da lang. Lauf auch immer bei der Zoom-Meeting mit Boxershorts rum. Juckt den nicht. Weil sie es nicht sehen. Ansonsten wird sie wahrscheinlich schon jucken. Hier kriegt man Meniras. Brother. Brauche ich das? Können wir da nicht eine Ausnahme machen? Und ich fange es einfach nicht. Wo finde ich genau? Also hier im Gras ist Meniras zu einer Wahrscheinlichkeit von 20%. Also 1%. Du kommst rein und hörst irgendwas über unten ohne. Ist jetzt 5%. Grandiras ist geil. Nein. Grandiras ist das hässlichste Pseudo-Leggy, das jemals geboren wurde. Mahlzeit. Wie weit bist du jetzt mit Gen 7? Weiß ich nicht. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich würde sagen zwischen 1% und 100%. Aber jemand anders kann es sagen, der schon mal das Spiel gespielt hat, wie du vielleicht. Für Mindiras. Das ist ja 0,1% in dem Spiel. Viscogon ist hässlicher. Du bist hässlicher als Viscogon. Was? Viscogon ist so ungefähr fast eins der geilsten. Top 3. Was ist Top 3? Katapultra. Warum will ich kämpfen? Ja, doch, ich muss kämpfen. Katapultra ist 1.
Agoran, Despotar, Metagross. Ist Metagross eigentlich? Weil in der, in Gen 3, nee, in Gen 5 gibt es zwei. Maxax und Trikefalor. Maxax ist keins, Trikefalor. Moment, das war gar kein Kampf? Ach, den habe ich schon gemacht gehabt, den Kampf. Oh Mann, ey. Oh Mann. Abkürzung. Okay, mit dem Gen 7 Dex. Weiß ich auch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe keinen Bock zu zählen. Du siehst ungefähr, wie viel ich habe. Ich spiele das Spiel durch. Ich weiß nicht, was ich... Ich kann das dir alles nicht sagen. Wie ist das Fazit aktuell zu Gen 7? Fragt ihr mich das jetzt 10-minütig? Ich habe letzte Nacht lag ich da, konnte nicht einschlafen wegen diesem Spiel und dachte mir, wo ist mein Macho Mai? Ich will in die, wo ist es? Ich will in die Arme gewiegt werden von diesem starken Macho Mai. Okay, soll ich nochmal rausgehen und mich heilen? Weil ich glaube, jetzt sind wir, weil da kommen noch ein paar Kämpfe. Und hab mich, ich bin so echt im Kopf durchgegangen, was Kacke ist an Gen 7. Und es war tatsächlich nicht so viel. Okay, doch nicht. Ist Human Gene? Es war gar nicht so viel, was Kacke ist. Aber es ist schon Kacke. Nee, es ist schon nicht so Kacke. Bis jetzt. Bis jetzt. Das ist der schlimmste Moment meines Lebens. Bis jetzt. Bis jetzt. Schlecht. Trikefalor. Was ist denn Gen 6? Gen 6 ist Viscora. Gen 7 ist Minagoras. Gen 8 ist Katapultra. Ja, Viscogon ist definitiv sogar Platz 2 oder Platz 3 der besten Pseudo-Legis. Metagross oder Viscogon ist Platz 2 oder 3. Platz 1 ist Katapultra, das ist so genial. Platz 4 ist dann Espotar, dann Dragoran. Wobei Espinodon. Ist Espinodon besser als Metagross für mich? Metagross ist schon geil. Nee, Platz 3 ist Metagross, Platz 4 ist Espinodon. Dann kommt Despotar, dann kommt Dragoran. Hab ich dann alle? Und dann kommt. Ja, dann kommt Trikefalo. Und dann kommt ganz am Ende Grandiras. Rotalanda, Knackrak. Stimmt, ich habe Knackrak vergessen. Knackrak ist... Aber Brutalanda ist Gen 3. Trikefalo ist Gen 5. Ist Metagross dann kein Pseudo-Legy? Hat Gen 3 zwei Pseudo-Legys? So war das, ne? Gen 3 hat zwei Pseudo-Legys. Okay, nochmal. Dann Katapultra. Viscogon, Knackrak, Metagross, Espinodon, Brutalanda, Despotar, Dragoran, Trikefalo, Grandiras. Hisui Viscogon ist nicht so cool wie das normale Viscogon. Es ist süßer. Das würde ich jetzt aber nicht extra zählen. Das macht die Reihe nicht kaputt. Es gibt halt die süße Variante und die coole Variante. Für mich ist Libeldra das Beste, auch wenn es keins ist. Libeldra ist cool. Seine Brille. Ich habe gute 3 Stunden nach dem 5% Pichu auf Route 1 gesucht, dann erstmal aufgegeben, bin so sauer.
Und was, also einfach nur, weil du Pichu haben wolltest. Ist an dem Pichu irgendwas besonders? Pichu. Nee, oder? Man könnte sich auch eins brüten. Aber für Shiny, ja. Wenn es so schwer, Pichu zu finden, Shiny Pichu ist ja dann die Hölle. Die Welt ist falscher Typ. Rachebrunnen. Was hättest du gern für Libeldra als Typ? Nur Drache. Drachekäfer. Man kann kein Pikachu fangen. Aber man könnte Raichu brüten, oder? Gibt's einen Käferdrache eigentlich? Wieso? Achso, weil ich Käfer bin. Blöd. Blöd jetzt hier. Amphira kann ich echt nur Flammenwurf. Raichu gibt's auch nicht. Doch. Alola Raichu. Muss es geben. Brauchst das Pichu? Es gibt doch Alola Raichu. Das ist doch Gen 7, Mon. Kannst du nicht fangen? Ist doch egal. Du kriegst wie. Aber irgendwie kriegst du doch ein Alola Raichu. Bringt jetzt einfach ein Fiaro komplett um. Echt, du musst dieses 1% Pichu fangen oder 5% Pichu fangen, um das zu Raichu zu machen? Krass, ich dachte, du kriegst Alola Raichu. Das muss ich machen. Was ist mit Cap Pikachu? Was ist, wenn du das Cap Pikachu brütest? Kann man das brüten? Das muss man doch brüten können, oder? Also, ich hol mir gern das 1% Pichu. Ich denk mir nur, kann man nicht das Cap Pikachu brüten? Da passiert da nichts. Das sollte auch gehen, oder? Vielleicht ist es auch nicht brütbar einfach. Nein, nicht Pferdestärke. Wir sind unbrütbar. Witzig eigentlich. Weil warum sollte ein Pikachu mit einer Mütze nicht brüten können? Klar, vererbt es nicht die Mütze. Aber ja, Mai, haben sie halt einfach so gemacht. Leo, kann ich glauben, dass es eine Herausforderung in Gen 7 gibt? Das habe ich schon längst akzeptiert und gemerkt, dass es hier schwere Sachen gibt. Definitiv mehr als in Gen 6. Hier gibt es wenigstens sowas wie Gastella und Reißlaus war auch witzig und so. Was ist mit diesem Fiaro? Es will nicht weg. Das ist nur ein 5% Pichu. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die 1% Encounter. Gibt es überhaupt 1% Encounter? Wie kann man da keinen Bock drauf haben? Das ist doch der ganze Spaß am Sammeln. Das Sammeln. Wailord. Das ist okay. Die Mütze sterilisiert, genau. Die Mütze sterilisiert das Pikachu. Barschwar und sowas. Ja, wer braucht Barschwar? Kling den Laub. Oh oh. Silvarus, wieg was? Okay. Marco Poke, du bist ein Illumis. Also ich habe das Pikachu von der Surf-Challenge zur Raichu gemacht. Hatte dann auch Surfer erlernt. Ja, das Pikachu will ich auf jeden Fall beim Pikachu lassen, weil das ein Surfer-Pikachu ist. Das will ich nicht entwickeln. Wie entwickelt sich überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie entwickelt sich überhaupt Pikachu zu Raichu? Also, Alola Raichu. Sicher nicht Donnerstein. Ah, ich habe schon wieder vergessen, das Boden ist schlecht gegen Eis. Ah, Trottel, Rambos.
Ich komme zu spät. Auch Donnerstein. Lame. Warum haben sie nicht eine coole neue Methode gemacht, wie zum Beispiel bringe Pikachu Schwebe bei. Mit einem Pflaster. Was mache ich jetzt mit dir? Wir machen Z-Kraft Geist und hoffen auf den lieben Arceus, dass er uns genug Kraft gibt. Der Psychostein. Schattenstein. Oh, come on. Na. Halte durch. Du bist nicht mehr Flug, aber du bist Pflanze. Fuck. Oh, Pflanze-Flug wäre richtig asozial. Ja, Mig-Migma, jetzt ist an der Zeit. Ich meine, du bist nicht mehr so weit weg von 48, aber du hast halt keine. Soll ich jetzt. Hat überhaupt Mig-Migma eine Schwäche dagegen, den? Ich glaube noch nicht mal. Nee, aber. Komm, ich werde doch eine Attacke von Glaziola 5 Level stärker überleben. Dunkelklaue, los. Ich komm zuerst. Das ist aber nett. Haha, nice. Ich habe Kostümspuk, stimmt. Und ich bin schneller. Das finde ich krass, dass ich schneller als ein Glaziola bin. Okay. Reicht doch schon, dass in der Gen der Eisstein dazu kam. Echt, hier kam der Eisstein dazu? Muss man in Gen 6 auch immer noch Glaziola mit dem Felsen entwickeln? Hätte ich nicht gedacht. Ich könnte mal meine TMs anschauen, ob ich irgendwas Neues lernen will. Jetzt mache ich auf jeden Fall Parasect weg. Und hol mein Volverok wieder ins Team. Und Mimigma soll. Kann vielleicht Zauberschein lernen. Kannst ein bisschen mitmachen. Durchbruch wollte ich doch lernen. Aber nur Volverok kann Durchbruch. Ich brauche mal eine Kampfattacke. Knirscher, Steinkante, Donnerzahn, Fuchtler. Aber Fuchtler ist besser als Durchbruch. Knirscher. Ich kann keinen Wolf haben ohne Knirscher, es geht nicht. Lassen wir es. Trugschlag, Kraftreserve, Ladestrahl, Felsgrab, Nitroladung, nee, Wirbler, Strauchler, nee, Schmalhorn. Ist Stahl? Ich dachte, es wäre Käfer. Okay, Schlafrede, Blutsauger. Blutsauger ist halt echt nicht so schlecht. Mimigma kann Blutsauger lernen. Psychokinese, Mimigma kann Psychomimimama. Mimigma kann Psychokinese lernen. Fliegen, Voltwechsel, Gyroball, Gegenstoß. Verhöhner, Akrobatik. Akrobatik war halt geil. Kreuzschere. Ich brauche Spezialangriffe für Ding. Matschbombe. Matschbombe, let's go. Statt Giftschock. Thank you.
Steinhagel. Ambrose kann Steinhagel lernen. Das wäre vielleicht nicht schlecht zwischendrin. Ich will auch, dass Pampros eigentlich eine Kampfattacke mal kann. Pferdestärke, Erdbeben. Ich brauche nicht Pferdestärke, wenn ich Erdbeben habe. Und anstatt Doppelkick was Gutes. Toxin, Siedewasser, Stromstoß. Oh, ist Stromstoß? Nee, ist auch nicht spezial. Zauberschein. Hallo Sophie. Dudi, du bist ein Schnurrgast. Okay. Passt schon. Einiges bessere Attacken jetzt. Ich brauche noch eine starke Unlichtattacke für... Ich denke mal, Amphira ist Unlicht. Amphira ist kein Unlicht. Ich habe gar kein Unlicht, Mann. Und noch eine starke... Ich brauche irgendwie noch eine Kampfattacke überhaupt. Doppelkick ist nicht gut. So, jetzt ist schon Zwielicht. Wir sind noch kein bisschen in der Story weitergekommen. Toasty, du bist ein... wie heißt es? Fisch, wunderschöner Fisch. Finion wird zu Ilu. Nein, Finion wird zu Luminion, genau. Oder ist noch einer? Veteran Owen. Wow. Sehr gut. Perfektes Mon. Libeldra, da ist es. Habe ich was gegen Libeldra? Ich habe kein Wasser. Pflanze und Wasser wäre eh Quatsch. Ich habe kein Kampfdrache. Mimikma ist nur 44. Ich will jetzt nicht Zauberschein machen. Das bringt doch nichts. Ich will Knuddler können. Mimikma überlebt es nie. Wobei doch, Mimikma überlebt immer eine Attacke. Hallo Papilio. Ich werde jetzt ein Drittel abziehen, sage ich. Okay, okay, okay. Es war ein Volltreffer, aber ich war nur mit dem Drittel war. Richtig, Viertel. Mimikma stirbt jetzt. Ich kann das nicht. Es wird nochmal Erdbeben machen, oder? Das heißt, ich nehme Donarion. Aber Moment mal, Donarion hat gar keine Schwebe, oder? Bin ich eigentlich doof? Donarion kann doch... Doch, Donarion schwebt, eben. Schwebe und dann... Donnerblitz. Nein, Donarion ist auch Quatsch. Pampros... Ist auch Quatsch. Ich hab nichts gegen dieses Tier. Steinkante. Ich mach Steinkante. Aber der bringt mich jetzt um. Ich mach. Komm, Silvaro überlebt es. Überlebt Silvaro das? Ja. Hallo Maurediven.
Einfach eine starke Attacke. Pony Canyon am Start, heißt das hier so? Anscheinend. Hier sind einige starke Gegner. Aber ich glaube, das war jetzt der letzte. Oh, Gengar. Gengar kriegen wir hin. Easy. Weil ich hätte auch einfach Schattenpfeile machen können, aber Gengar ist vielleicht schneller. Gengar ist so schnell. Auch wenn es nicht jetzt so schnell aussieht. Pferd. Tigrisse, hallo. Wann lernt es Knuddler? 48 oder so. Lasho King, wo sind wir denn jetzt auf einmal? Lasho King hält safe einen Donnerblitz aus. Mir nix. Das tat mir zu viel. So, das war's jetzt. Kommt jetzt endlich mal wieder eine Cutscene. Ich habe noch keine wirkliche Cutscene gekriegt. Wann wieder Schwebegänger? Das wusste ich gar nicht, dass der schweben könnte. Laufmäßig wirklich meine Stärke. Lass mich deine Pokémon heilen. Hätte ich einen Pokémon, hätte ich einen Kampf noch durchgehalten vorhin. Muck ist göttlich. Die Beatles müssen ja für dich komplett deinen Kopf zum Explodieren bringen. Ja, Gengar war krass OP. Ich habe das Gefühl, von einem Blick verfolgt zu werden. Was ist denn jetzt hier doch der Herrscher? Ist hier ein Herrscher? Ich werde verfolgt von einem Blick. Wommel. Oh mein Gott! Es ist ein Grauen. Kann ich das fangen? Es ist männlich. Darf ich den fangen? Kann ich den fangen? Wahrscheinlich darf ich nicht fangen, oder? Warte, ich probiere mal. Ah ne, ich kann nicht mal auswählen. Okay, ich darf nicht fangen. Ich nehme es weg, ich nehme es weg, ich nehme es weg. Was mache ich? Ich mach Steinkante. Wehrt die Attacke ab? Ja, wehrt einfach so einen Stein ab. Sei dein Herz auf der Stirn, das mag dich. Eine Herzschuppe abreißen und verkaufen. Nein. Prüfung lassen, fang nicht zu. Ja. Kannst doch probieren. Wenn das heißt es, wir haben jetzt. Oha, Drachenklauer. Das heißt. Kann Amphira Drachenklauer lernen? Kein Bock mehr auf diese Drachenwut. Warum ist die Musik weg? Ah, Drachenklaue, ja.
Drachenklaue ist aber Angriff, ne? Ja. Drachenwut, aber ist da egal. Das ist eine Spezialdrachenattacke, die gut für Amphira wäre. Das heißt, wir haben jetzt einen Grandiras. Herrscher. Kann gut sein, ne? Das ist ja ein bisschen krank hier. Drachenpuls. Aber ist Drachenpuls gut? Dave, du bist ein Meistergriff. Meistergriff, Dave. Und oh mein Gott, jetzt ist auch noch ein Mediras hier. Ich glaube, es steigert sich auf etwas hin. Mein Mimikma mit Zauberschein wird Grandiras vernichten. Oh, er ist bei der Prüfung. Bin ich bei der Prüfung? Es lernt Drachenpuls von alleine sogar. Kommt es noch? Sonst habe ich es ignoriert. Es kommt noch. Erste Attacke. Es ist leichter geworden. Hab's. So, ich mache das diesmal jetzt wieder so, dass ich echt jeden Schritt speichere, aber ich habe keinen Bock, jedes Mal die Prüfung neu zu machen. Wobei, was ist das für eine Prüfung, wo man einfach die ganze Zeit von einem Pokémon angegriffen wird? Wenn da Grandiras kommt, dann nehme ich jetzt wirklich Mimikma an erster Stelle. Das hält wenigstens eine Attacke von dem aus und ich kann Zauberschein machen. Vielleicht ist es hier super, super krass. Und dann checke ich nochmal jetzt kurz meine Z-Kristalle. Ist da irgendeiner dazugekommen, der geil wäre? Normium. Toxium. Nee. Mimikmium. Grandiras ist noch nicht mal Stahl, ne? Für mich ist Grandiras Stahl-Drache, aber es ist, glaube ich, Drache-Kampf. Mimikmium kann ich nicht lernen, weil ich brauche Knuddler. Ja. Noctium habe ich eh nichts. Insektium braucht man nicht. Phantomium ist Geisterattacke. Hm. Silvaronium, Voltium, Metallium, Wolverock. Habe ich gar keine Kampf? Ich habe keinen Boden? Petrium ist Stein. Ich habe gar keinen Boden, Z. Okay, ich mach mal. Nee, das brauche ich alles nicht. Ja, Fee sollte krass machen, Schaden, Zauberschein. Let's go. Z-Kristall aus dem Sockel nehmen, Kampf. Nee, Drache. Ist das jetzt Drachronium? Da ist er. Der Schuppendrache. Dida, dida. Grandiras kann ein sehr unfaires Mon rufen. Bin gespannt. Sieht schon mächtig aus. Ich mache einfach Zauberschein. Mach mir nix. Zumindest jetzt nicht. Das denn? Nein, du Schwein. Was hat er sich gerade geschützt? Das war sehr effektiv. Aber die Beere hat so viel reduziert.
Die Beere hat... Wie viel reduziert diese Beere? Okay, ich weiß nicht, warum das unfair... Ist das das Unfaire? Keine Ahnung, weil... Aber wie hat so eine Beere einfach... Schluckt die Beere einfach 90% Schaden? Es kann nicht sein, dass Zauberschein so wenig Schaden macht. Ich mach jetzt einfach weiter Zauberschein. Ist Zauberschein eigentlich beide? Ja, geil. Komm, irgendwie überlebst du jetzt die Attacke von denen. Oh, niemals überlebe ich das. Oh, ich überlebe es. Luftschnitt, nein. Das überlebe ich niemals. Oh, komm. Okay, es ist echt nicht so stark, krass. Was war das für eine Beere? Ich will gar nichts wissen. Was das für eine Beere war, will ich wissen. Was hat er für eine Beere geschluckt? Ja, gemein. Wenn sie überhaupt was gemacht hat. Okay, aber es ist etwas. Mimikma hat etwas getan. Hiebelsbeere. Und was macht die? Die schmeckt gut. Okay, ich könnte Erdbeben machen. Ich könnte Flug machen. Aber das ist kein Flugmon. Ich könnte... Stein ist sowas von Kacke. Aber ich kann mit Stein Urhafnir wegmachen. Z-Attacke Elektro. Nee. Also das Urhafnir kriege ich schnell weg. Aber ich... Bisher war es immer gut, das Helfer-Pokémon zu ignorieren. Und einfach volle Kanne auf das Viech zu gehen damit. Weil wenn ich Urhafnir wegmache, kommt danach ein neues. Das ist vielleicht schlimmer. Also... Mache ich zum Beispiel, was ist denn noch gut gegen Kampf? Eigentlich nur noch Flug, Flugfee, Psycho ist weg. Ich mache Erdbeben. Ich gehe einfach jetzt alle starken Sachen durch von mir. 50% Damage macht die Hiebisbeere weg. Aber nicht in der zweiten Runde, weil es hat der Zauberschein in der zweiten Runde hat auch nicht viel mehr gemacht. Vorsicht. Kreideschrei. Okay. Nervig. Er ruft auch wieder nach einem, wenn du es wegmachst. Genau, wie ich sagte gerade. Gandira, es ist so ein Tank. Eieieiei, so ein Tanky-Boy. Aber wir können nichts anderes machen. Flächenangriffe werden reduziert beim Mehrfachkämpfen. Ja, aber dafür, wenn es auf der einen Seite weg ist, dann ist es doppelt so stark. Oder halt richtig stark. Aber wir schaffen das schon. Ich muss nur Grandiras wegkriegen. Alle anderen kriegen Urhafnir, glaube ich, gut. Solange ich Donarion übrig lasse. Weil Donarion kann eh nichts machen. Volverok und Donarion können Urhafnir sowas von weghauen. Ist die Frage, ob ich jetzt schon meine Z-Attacke zünde oder die für Urhafnir übrig lasse. Ich glaube, Urhafnir braucht sie nicht. Ich mache jetzt Schattenfessel Z auf Grandiras. Und dann ist es fast weg. Stopp! Warum so stark? Ich bin Pflanze! Nein! Ah, oh, du Drecks. Ah, shit. Warum ist es so langsam, dieses Silvaro? Ist doch peinlich, wie langsam es ist. So, ich muss jetzt Matschbombe machen, weil Feuer ist sinnlos. Geht Matschbombe zufällig auf beide? Wie schwach ist Matschbombe? Sau schwach. Amphira ist schneller. Okay. Oh, vergiftet. Das ist mega gut. Nicht schlimm. So schlimm. Ach geil, Lärmschütz. Das ist ja mal... Uff. Okay. Ich kann... Ja, es ist weg. Okay. Sweet. Vierer, King, Queen, Slay, yes.
Und jetzt Donarion beendet den Kampf mit einem fetten Donnerblitz. Beziehungsweise ich kann Z noch machen, also machen wir einen fetten, fetten Donnerblitz. Und es hat keine Chance. Was ist der andere Helfer? Jetzt kannst du es sagen. Was ist so krass am anderen Helfer? Er hätte Scherox rufen können, wäre aber mit Amphira easy. Ja, dann hätte ich Flammenwurf gemacht. Aber vielleicht wäre Scherox schneller gewesen. Man weiß es nicht. Was hätte der Scherox gemacht, um zu helfen? Schwerttanz. Aber auf Grandira. Drachen, Drachnium, Dragonium. Sehr, sehr gut. Drakium. Hätte ich hier schon direkt durchgehen können? Schwerttanz, Setup und Patronenhieb. Okay, also er hätte Grandiras gar nicht unterstützt, sondern er hätte einfach selber mich fertig gemacht. Dann hätte ich mich auf... Hätte ich mich dann auf Scherox konzentriert? Ich glaube, ich hätte mich nicht auf Scherox konzentriert. Ich hätte Amphira übrig gelassen und hätte alle mit allen anderen Grandiras weggemacht, so wie jetzt. Vielleicht wären die anderen schneller weggegangen. Aber wenn Scherox erstmal Schwerttanz vorbereitet, dann hätte ich 3 Runden gehabt oder keine Ahnung wie oft, aber dann hätte ich Zeit gehabt, Grandiras wegzumachen, dann hätte ich mit Amphira Scherox gekillt. Wir werden es nie wissen. Es war auf jeden Fall nicht allzu schwer. Schwer ist war immer noch Knogger. Togedemaru war auch mies, aber ich glaube Knogger war der gemeinste. Ich will den grünen Ball nicht bekommen. Der Quickball ist viel hübscher. Glaubst du, was du gerade hast, ist der Quickball? Du hast den Quickball gar nicht, Itako. Dankeschön für 22 Monate. Was auch immer das ist. Beast Ball. Ich glaube, Quickball ist 4 Monate. Du hast den Ultraball, der sogar hier in Gen 7 eingeführt wurde, wegen den Ultrabestien. Rar. Und Itako, wirst du dir Speak No Evil, den neuen Speak No Evil anschauen? So einen richtigen Hass gegen den Film, aber es interessiert mich so sehr, ob sie treu geblieben sind im Original. Hat irgendjemand Speak No Evil angeschaut und hat ein Trauma fürs Leben? Oder auch nicht? Das ist die Frage. Was passiert hier? Was machen wir? Warum wäre jetzt Kapu oder was? Kapu Action? Wow. War das auf Longleg auf Amazon? Ja. Ich auch. Nee, für Speak No Evil will ich auch nicht ins Kino. An diesem Ort kann man die Kraft des Mondes sehr deutlich spüren. Wir sind auch näher dran. Wölkchen, bevor ich dich in deine ursprüngliche Gestalt zurückverwandle, muss ich Mutter finden. Kämpfe ich jetzt gegen Lilly? Die Sonnenflöte spült sich an.
Du musst da drüben stehen. Gib ihm jetzt Befehle. Wo, Lilly? Wo muss ich stehen? Maurice, du bist ein geiles, eine böse Fee mit dem Namen. Ja. Jetzt kommt so der Zwerg im Wald. Lass es raus. Sie hat gesagt, sie spürt, was sie spielen muss. Also spüre ich es auch. Cosmowum. Komplett in Ekstase. Ja. Sie ist schon nice. Eure Ansprüche sind so gering. Ist schon nice. Es ist so nicht nice. Es ist nicht so schlecht, wie ich dachte, aber es ist doch alles. Wölkchen, es geht dir gut. Ich bin ja so froh. Bin ich vielleicht erschrocken, als du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist? Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöten dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zu dem legendären Pokémon entwickeln würdest? Mahina. Mahi-yahoo.de. Mahina. Warum schreit es Mahina? Lunala. Davon stand nichts in all den Büchern, die ich studiert habe. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Lunala. Mahina. Ich meine, Wölkchen. Bitte, ich muss unbedingt zur Mutter. Sie sollte nicht auf eigene Faust versuchen, den Cosmo zu fangen. Schließlich wollen wir ja alle Alola retten. Mahina, Pea. Warum? Warum Mahina, Pea? Was ist die Lore? Mahina. Die Opfergabe. Lunala erwartet, dass du Bromli umbringst. Nimm dieses Messer, Kind. Ah, das ist quasi was Hawaiianisches, was Solgaleo ruft. Lunala. Flieht! Diese Kreatur ist ein Monster. Run, you fools! Mutter. Huch. Das ist eine Cosma. Also, als es erwachte, verfiel es augenblicklich in rasende Wut und schlug alles um sich herum in die Flucht. Bring dich in Sicherheit, Lilly. Du kannst dir sowieso nichts ausrichten. Ich freue mich voll. Was ist das für ein Quatsch? Der Gesichtsausdruck von mir so, yes. Ich kann buchstäblich auf den Leichenarmen meiner Feinde kämpfen. Stellt sich so auf Bromli drauf. Ich freue mich so richtig gerade. Mein Charakter ist so happy, dass die Welt untergeht. Philipp, du bist ein Florges. Akuma.
Du bist ein Flunschlick. Du guckst aber das ganze Spiel gleich, wie... Flieht, ihr Narren! Waren sicher nur Erklärvideos von YouTube. Was? Die sie, das, weil sie hatte sehr, sie wusste auch, dass es Lunala heißt. Mein Char guckt die ganze Zeit so. Echt? Der hat doch zwischendurch andere Gesichtsausdrücke gehabt. Ich werde kämpfen. Was ist das eigentlich? Unlicht? Drache? Feuer, Drache? Unlicht, Feuer? Mahina Pea. Sag jetzt nicht, ich kämpfe als Lunala und ich mache einfach geskripteten Kampf jetzt. Lunala ist schon ein verdammt geiles Pokémon. Das Universum im Kopf sieht schon Hammer aus. Stay cool, Kid, but don't freeze. Moment mal, darf ich jetzt gegen Lunala kämpfen? Inselkönige, was? Warum bin ich plötzlich so unruhig? Oh, geil. Muda. Aus der Welt von Breath of the Wild. Muda. Tali springt ein, stürzt sich vor seinen Opa. Doch dann kommt Kapu. Oh, Kapu. Kapu Riki. Kappa. Ich zähle auf euch, meine Freunde. Zeig die anderen jetzt auch. Yes. Oh, das passt. Fermosa. Flinking. Holt so ein Cloud. Das Cloud-Schwert raus. Das Ding. Und Ultra. Oder was? Morgenschwinge? Da hast du deine Cutscene. Aber Gandalf, was ist hier? Also hat Lunala den Kampf verloren. Ach Gott, Wölkchen. So, schauen wir mal, was du bist. Bist du ein Drache? Ich habe keine Ahnung, was dieses Tier ist. Zauberschein, los. Flieg und Sieg. Ich bin schneller als Morgenschwinge. Juwelenkraft. Okay, Gestein. Hilft mir nicht so sehr. Es ist Psycho. Schattenstrahl, das ist die Signature. Wahrscheinlich. Psychogeist? Keine Ahnung, ich greife jetzt einfach mit allen an. Ich kann direkt Pokéball werfen. Ach, kann ich? Das wäre geil, einfach 50% Catch Rate. Ich vertraue dir jetzt, dass es Psychogeist ist. Wenn nicht, würde eigentlich
Würde die Attacke auch treffen, wenn es ein Normal-Pokémon ist? Also wird eine wirkungslose Z-Attacke trotzdem treffen? Jop. Ich glaube, das war Geist. Jop. Danke für diesen Spoiler, danke für diesen Tipp oder danke für diesen was auch immer. Vielleicht hätte der Kampf noch ein bisschen länger gedauert. Aber er ist wahrscheinlich noch nicht vorbei. Völkchen! War geraten, kein Spoiler, aber sorry. Alles gut. Das war ja bestimmt noch nicht der Kampf. Wie, die leben noch? Ich dachte, die beiden, also Bromli und Samantha. Necrozma, es beherrscht das Licht. No. Und als nächstes steht wohl das von Alola auf seinem Speiseplan. Es möchte das Licht zurückgewinnen, das es einst verloren hat. Was sollen wir nur tun? Auf mich wirkte Necrozma so, als ob ihm etwas fehle und es deshalb große Qualen leide. Ja, Licht. Hörst du nicht zu? Es fehlt ihm Licht, deswegen nimmt er unser Licht. Du machst dir wirklich Sorgen um dieses Monster. Du bist viel zu gütig, Lilly. Dass du mit Cosmog durchgebrannt bist, geht doch gewiss ebenfalls auf das Konto deiner Gutmütigkeit, nicht wahr? Wie naiv. Ihr könnt uns behilflich sein. Genauer gesagt brauchen wir jenes legendäre Pokémon, mit dem ihr von einer Welt in die nächste gelangt. Sie haben vielleicht Nerven, doch wie kämen wir dazu, Ihnen diesen Wunsch abzuschlagen? Immerhin nehmen Sie jedes Risiko in Kauf und tun Ihr Mensch Mögliches, um alles zum Guten zu wenden. Was? Sie sind wahrlich eine vortreffliche Präsidentin. Was? Ist es in etwa das, was Sie hören möchten? Das können Sie sich abschminken. Es liegt doch auf der Hand, dass das pure Egoismus Ihr einziger Beweggrund ist. Knallhart. Bitte lassen Sie es gut sein, Kommandant. Ich traue mich nicht mehr, seinen Namen auszusprechen. Du hast ja recht. Streitereien bringen uns auch nicht weiter. Ach übrigens, fick dich. Nochmal, um klarzustellen. Als ich mir vorhin deinen Kampf anschaut, erregt etwas meine Aufmerksamkeit. Der Crossmer schien sich sehr für diesen Armreif zu interessieren, den du trägst. Den Z-Kraftring. Ich hatte das Gefühl, es sei es oft das Licht aus, das dessen Glitzerstein verströmt. Es hat es auf die Z-Kristalle abgesehen. Du hast im Laufe deiner Inselwanderschaft bestimmt schon jede Menge Z-Kristalle gesammelt. 3. Jedenfalls mehr als die Captains, Inselkönige und Königinnen, die sich ja immer nur auf einen bestimmten Typ konzentrieren. Es ist uns nicht möglich, an Solgaleos Seite zu kämpfen, doch wir können uns seiner Kraft bedienen und I don't care. Oh mein Gott. Ich probiere es jedes Mal. Bam, 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 bam. Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Samantha, my queen. Ich folge dir in die Hölle. Möchtest du auf Solgaleo das weiße Warp-Loch ansteuern? Vielleicht? Ja. Bam. Hey! Achso, ich muss das tragen, um quasi zu überleben. Lurky, du bist ein Schalokokokoko. Durchquere beim Ultra Warp auf Solgaleo die Ultra Pforte bis zu den Warplöchern, die in andere Welten führen. Das kann ich nicht. Muss ich das machen? Muss ich mich neigen? Ja. Halte das System gerade und drücke den A-Knopf. Solgaleo benötigt Energie, um die Ultra Pforte zu durchqueren. Sammle Energiekugeln ein, um schneller zu werden und eine größere Distanz zu lenken. Diese großen Löcher sind Warplöcher, jetzt in der Nähe, du bist hineingezogen.
Aber will ich doch, oder? Warblöcher werden entsprechend ihrer Seltenheit in 4 Auffälligkeitsstufen unterteilt. Vielleicht führen weit entfernte auffällige Warblöcher zu seltenen Pokémon. Sammle fleißig Energiekugeln ein, damit du zu weit entfernten Warblöchern gelangst. Mein erstes Mal Warblöcher. Moment, jetzt fliege ich auf Solgaleo? Moment. Ja, ich kann nichts machen. Ich halte A gedrückt. Der hat gesagt, wenn die Bewegungssteuerung nicht mehr geht... Achso, dann resettet er das. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Mal schauen, wie gut durchdacht das ist. Wenn wir nichts machen. Damit fixierst du. Ja, ich hab... Du musst neigen. Ich spiele auf Emulator, Mr. Brian. Soll ich meinen PC neigen, oder was? Warum reite ich gerade auf Lunala? Man kann das bei Game Freak umstellen. Das ist schön. Ich bin in einem Warp-Loch, nicht bei Game Freak. Ich fliege doch jetzt nicht nach Japan, um mit Game Freak zu reden. Du bist in einer 1353 Lichtjahre entfernten Welt angekommen. Der Cosma scheint sich nicht in dieser Welt aufzuhalten. Verdammt. Was soll ich gerade sagen? Das ist interessant gerade. Ich spiele Ultra Mond. Die beiden haben Solgaleo gerufen, um die Pforte aufzumachen. Ich gehe rein und reite auf einem Lunala. Erklärt's mir. Warum reite ich auf Lunala? Oder habe ich das Lunala wieder? Ist nur das Necrozma verschwunden? Nein, Ultra Necrozma ist verschwunden. Ich verstehe nicht, warum ich gerade auf Lunala geritten bin. Sollte ich nicht auf Solgaleo reiten? Kann man das nicht auswählen? Ich habe gar nichts gemacht. Aber ist es nicht komisch, dass... Also entweder ruft Lunala die Pforte und ich bin mit Lunala drin, oder Solgaleo ruft die Pforte und ich bin mit Solgaleo drin. Eben deswegen denke ich mir, ist das der Bug, weil ich den Mondspielstand spiele? Aber warum habe ich dann überhaupt gegen Lunala gekämpft? Dann wäre doch das auch verbuggt. Okay, du reitest auf Solgaleo. Ja, dann liegt es daran, dass es ein Mondspielstand ist auf... Es ist ein Sonnenspielstand auf Mond. Geil. Dann haben wir schon 2 Sachen gefunden, die das durcheinander bringt. Was ist das? Morlord. Man kann beide reiten, glaube ich. Muss ich das jetzt besiegen? 60? Das heißt, manchmal nimmt er sich die Info vom Spielstand und manchmal nimmt er sich die Info vom Spiel. Die Uhrzeit ist die vom Speicherstand. Alles am Spiel ist das vom Spiel, aber das Reit-Pokémon ist vom Spielstand wieder. Es ist querbeet einfach. Ja, hier sollte es definitiv ein Solgaleo sein. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Darf ich hier wieder raus? Und wie komme ich jetzt mal eben schnell? Ich könnte versuchen, aber ich glaube, mein Controller hat gar keine
keine Gyros-Funktion. Oh, da ist Drachenpuls. Drachenpuls 85. Drachenklaue 80. Ja, weg damit. Geil. In den Warblechern sind die Shiny Odds komplett broken. Ja. 1 zu... Ich habe ein Video drüber gemacht. Ich habe es vergessen. Muss ich den gar nicht besiegen? Hätte ich einfach wieder ins Loch gehen können. Okay, aber wie kommen wir hier wieder raus? Ohne dass ich... Wenn ich... Ich kann mich nicht bewegen. Wie komme ich hier raus, ohne mich zu bewegen? Ah, hier komme ich so wieder raus. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob ich... Komme ich hier jederzeit wieder? Ich glaube schon. Zeig mal, wo ich bin. Ja, hier oben. Okay. Wo geht es in der Hauptstadt? Was ist hier Hauptstadt? Welche Hauptstadt? Wo soll ich das ändern können bei Game Freak? Akala GF Büro. In der größten Stadt? Hier von Akala? Konnte man in den Warblechern nicht auch den Stick benutzen? Ja! Aber nicht standardmäßig. Oder kann ich das in den Einstellungen umstellen? Und jetzt Büro. Wie sieht's aus mit... diesem Büro? Dimension? Hier? Nicht da? Verdammt! Das am Eckrad war's, da wollte ich... reingehen. Dann dachte ich mir, nee, das muss doch was Größeres sein. Schon wieder so einer. Danke. Warum geht nicht beides? Warum kann ich nicht einfach, wenn ich stillhalte, Schiebepad benutzen? Und warum? Was? Welche unserer Spiele würdest du gerne mal wieder einlegen? Grün. Sticker. Okay, dann gehe ich jetzt kurz auf die Toilette. Erzählst du? Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Ich schätze mal, dass ich einfach sehr weit kommen muss. Ja, warum fragen die nicht einfach dann, als das Tutorial kommt? Da kamen doch so diese Bilder. Da hätten sie einfach fragen sollen. Aber nein. Auch so ein geiles Beispiel für sowas ist einfach wie in Gen 8. Das erste Mal kann man ja Musik, Soundeffekte und Geräusche einstellen. Die Lautstärke, aber nur wenn du ein Item findest, versteckt in irgendeiner Stadt. Die Ohrstöpsel. Ach so, geil. Einfach Standardeinstellungen. In Gen 9 haben sie es dann zum ersten Mal. In Gen 9 kann man Musik einstellen. Okay, wir gehen zurück. Aber selber schuld, wenn ich Emulator spiele. Selber schuld, wenn ich das Spiel in 1080p spielen will. So. Hier, möchtest du auf Solgaleo das weiße Warploch ansteuern?
That's not Sol Galileo. Oh mein Gott, ich kann steuern. Auch wenn ich es gern invertieren würde. Wie? In was muss ich denn jetzt rein? In das, was so schwarz aussieht? Oder sehen die? Nee, die sehen alle so schwarz aus. Vielleicht in eins. Das da? Ach, weiß. Das war weiß, oder? Ja, okay. Ultrametropolis. Ultrametropolis. Ein Alolaner. Und er ist auf den Brücken von Sol Galileo gekommen. Was meinst du daraus? Sollen wir ihn gleich einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen? Ja! Probt mich! Beruhig dich, Amamu. Alolana. Necrozma hat Lunalas Kraft absorbiert und hält sich nun an der Spitze des Metropo-Towers auf. Alle haben sich in ihren Häusern in Sicherheit gebracht, da sie fürchten, Necrozma könne genau wie bei der Ankunft Samanthas erneut seinen Zorn freien Lauf lassen. Necrozma hat zwar das Licht geraubt und so seine ursprüngliche Kraft zurückerlangt, doch es kann es nicht kontrollieren. Das Licht ist momentan nichts weiter als eine Bürde für Necrozma. Mit den Mitteln der Wissenschaft war es uns möglich, Necrozma zu besänftigen und zugleich etwas Licht zu erzeugen. Doch Necrozma und wir haben lange Zeit gegen unseren Willen ein Leben ohne das wahre ursprüngliche Licht führen müssen. Alolana, bitte halte Necrozma auf und bring das Licht zurück in unsere Welt und nach Alola. Necrozma hält sich dort hinten an der Spitze des Metropo-Towers auf. Seit 2017 darf man nicht mal Alolana sagen. Alolana. Alola. Sei auf der Hut, Alolana. Necrozma ist extrem stark. Uns sind leider die Hände gebunden. Wir sind nicht imstande, Necrozma mit Hilfe der Wissenschaft zu kontrollieren. Ganz zu schweigen davon, es mit ihm im Kampf aufzunehmen. Das Licht von Necrozma erfüllte einst unsere Welt, aber nicht nur die. Das hast du gerade alles schon erzählt. First try. Oh Gott. Ich habe gehört, dieser Gegner ist leicht stark. Necrozma prüft dich eingehend, es möchte kämpfen. Nur Gerüchte? Volo ist stärker, oder?
Es ist nur ein Mon. Oder wirf dieses Mon jetzt 6 Mons raus. Necrosma. Das gilt auch als Herrscher. Schade, meine Taktik ist dahin. Ich gehe einfach durch die Reihe. Wenn das ein Nuzlocke wäre, würde ich doch niemals jetzt reingehen. Meine Pokémon sind nicht mal Level 60. Lass mich doch wenigstens mal eine Attacke machen, dass ich sehen kann, was du für Typen hast. Hä, was ist aus meiner Fähigkeit geworden? Gar nichts. Jede Attacke, die der hat, ist eine Schwäche von mir. Bisher war alles eine Schwäche, oder? Das war noch nicht mal effektiv. Ich durfte keine einzige Attacke machen. Ich durfte keine einzige Attacke machen. Wowza! Wow, 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 wow. Dann gehen wir jetzt trainieren, indem wir Pokémon fangen. Krass, krass, krass. Fast unentschieden. So dunkel. Oh, das ganze Licht ist weg. Wie cool. Wird's jetzt gar nicht mehr Tag? Das ist ja voll. Das heißt, was? Das heißt, ich muss jetzt in der Dunkelheit trainieren? Parasek. Selbst wenn ich Toxin gemacht hätte, soll ich mich dann durchcheaten und einfach Toxin einsetzen und 30 Beleber kaufen? Ist doch auch langweilig. Bleibt es jetzt so lang einfach komplett dunkel? Ist halt auch kacke, jetzt die ganze Zeit so rumzulaufen. Dunkel, es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Nice. Und Männchen?
Männchen? Männchen? Männchen? Ja. Ich wollte helfen. Du sollst nicht helfen, verdammt nochmal. Wie du jetzt schon mehrmals vielleicht mitbekommen hast, will ich nicht, dass Leute mir sagen, was ich zu tun habe in dem Spiel. Schon mal überlegt, dass man das Spiel vielleicht selber spielen will? Fucking Backseat Gamer die ganze Zeit. Glaubst du, ich kann keine Taktik googeln, wenn ich rausfinden will? Oder fragen, hey, kann einer mir sagen, wie ich den besiege? Sehe ich so aus, als will ich wissen? Ah, ihr regt mich auf. Da hole ich die italienische Hand raus. So. Hast du den TM geholt? Da hinten bei dem Gebüsch, ja. Okay. Und hier ist jetzt wirklich Miniras. Aber in der Dunkelheit die jetzt zu suchen, ist halt auch hässlich einfach. Miniras, Canyon von Pony. Wo? Hier. Miniras, hohes Gras, 5%. Kann Midiras und Grandiras rufen. 5% hohes Gras. Sonst nichts, nur Miniras. Volvox habe ich. Okay, nur noch Miniras kann man hier holen. Aber es ist halt schon ugly, jetzt so einfach die ganze Zeit zu jagen. Es ist ja noch nicht mal lustig dunkel. Es ist einfach nur traurig. Ich sehe gar nichts dunkel. Ich meine, in den Kämpfen geht's. Direkt 5% Miniras getroffen. Holy shit. Oh mein Gott, einfach direkt Miniras gefunden. Das jetzt bitte dreimal. Stopp! Oh mein Gott. Gott, warum so stark? Nein. Fuck. Es ist ein Weibchen. Tschüss. Ist dein verlinktes Equipment unten in den Panels aktuell? Ja. Benutzt du gerade die Sony 5100? Ja. Die Sony 5100 würde ich jedem empfehlen, der nicht so viel Geld ausgeben will für eine krasse Kamera. Aber du wirst sie kaum noch irgendwo kriegen. Denn Sony stellt die nicht mehr her. Du musst sie wahrscheinlich gebraucht irgendwo kaufen, wenn du die willst. Dankeschön, Fjordian, für 67 Monate. Hallo, hallo. So, Miniras ist hier. Okay, wenn jetzt das wirklich die ganze Zeit so stockdunkel ist, was echt hässlich aussieht, so das Bild allein. Dann trainiere ich jetzt einfach stupide Pokémon. Wie trainiert man am besten Pokémon? Ich glaube, mein Team ist nicht super schlecht gegen Necrozma.
Aber ich bin halt noch nicht mal Level 60. Ich habe keins meiner Pokémon hat Level 60. Und selbst 60 ist wahrscheinlich zu wenig. Bisschen übertrieben hier. Hallo? Kann ich... Glücksei? Stimmt. Gibt's Glückseier? Was hast denn du für eine Catchrate? Route 1. Krass, was? Route 1. Nach der Hauptstory, okay. Wenn man 50 Pokémon registriert hat. Okay, das nehmen wir nicht. Dann sind es wilde Hyteras. Und wo ist Hytera? Nur Hyteras, keine Chaneras. Hytera. Ebene von Pony. Hey, da bin ich. Ich sehe gar keins in der Liste. Oh oh. Chanera ruft Hyteras. Chanera kein Glücksei? Das wäre so traurig. Chanera, wo kann ich das sehen? Chanera. Glück. Glücksei. Nope. Es hat kein Glücksei in Sonne und Mond. Oh, das heißt, ich muss auf den Quereinsteiger von Hanera. Hanera. Hytera warten. Das dann zu wie viel Prozent das Item droppt? Fünf Prozent. Nicht dein Ernst. Dafür müsste ich ja mir erst das so richtig hinbauen, dass ich ewig lang Quereinsteiger machen kann. Ebene von Pony. Hytera, Chanera. Nee, nur so geht es. Ja, wer braucht schon Glückseier? Chaneras killen und vielleicht findet man zufällig eins. Das dann sechsmal? Ja, das müssen wir nicht machen. Sechsmal. Aber gehen wir erstmal dahin. Ist hier oder da? Nur unten. Ja, aber Chanera muss ja auch erstmal kommen. Chanera ist... Hier gibt's so viele. Raschelnde Büsche. Nur in raschelnden Büschen zu 20% Chanera und dann ruft es zu 20% ein Hytera. Ah ne, das steht da gar nicht. Zu wie viel Prozent? Wahrscheinlich zu sehr wenig Prozent Hytera, was zu 5% ein Glücksei trägt. Aber ja, die raschelnden Büsche. Wo sind hier die raschelnden Büsche? Es ist so dunkel. Nee, ey.
Aber ja, ich schätze mal, die beste Ebene, um zu leveln, ist die Ebene hier. Ist ja widerlich. Also es ist ein bisschen zu dunkel. Ist es jetzt nur so dunkel, weil auch zusätzlich noch Nacht ist? Die müssen doch erwarten, dass man vor Necrozma jetzt leveln möchte. Die erwarten ja nicht ernsthaft, dass man Necrozma einfach so mal eben besiegt. Hier Grissa, das habe ich gerade vorgelesen. Kokui gibt einem erst nach der Story ein Glücksei. Genstadt, du bist ein Meltan. Was habe ich mal gemacht mit dem Glücksei? In der Zeit hatte ich einen Shiny Chanera. Parasek? Nee. In Höhlen ist es normal hell, das stimmt. Nee, eigentlich erwarten sie schon, dass wenn man Necrozma bekämpft, dann zu Ultra Necrozma geht. Eben. Das heißt, sie müssen ja auch erwarten, dass man dann es nicht schafft und dann leveln möchte. Und dann ist man in dieser ultra hässlichen Welt, wo alles so krass dunkel ist. Ich würde nicht mal einen raschelnden Bus sehen. Oh, ein Quaffaff. Naja, Zeit, ein Shiny zu finden. Okay, was kann ich denn dann machen? Ich könnte natürlich einfach nach einer Taktik gucken, wie man Necrozma ganz einfach besiegt und das machen. Dann könnte ich jetzt einfach blind mein Team leveln. Was ich sowieso machen muss, denn ich sollte mindestens Level 60 sein. Inzwischen, anscheinend. Und die andere Option ist noch, dass ich jetzt all die Pokémon fange, die mir noch fehlen. Das stelle ich mir aber jetzt gerade ziemlich kacke vor, weil die Welt einfach so krass dunkel ist. Jetzt können wir Knuddler, jawohl. Zauberschein ist spezial, aber du bist Angriff. Das Spezialangriff von Mimikma ist so schlecht, wow. Weg mit Zauberschein. Knuddler. Und dann kriegt es das Mimikma-Ding. Stein. Einfach Pokémon aus den Baublöchern fangen und damit den Necrozma besiegen? Boah, das ist doch lame. Ultralöcher sind auch vor allem nur voll mit alten Pokémon. Mein Team muss aus Gen 9 Pokémon bestehen. Geht nicht anders. Eigentlich wäre auch... Ist nicht... Welche besonderen Z-Steine gibt es? Sollte nicht mein Team aus den Pokémon bestehen, die besondere Z-Steine haben? Also Wolverok, Mimikma... Was sind die besonderen Z-Steine? Hier. Raichunium. Ash Pikachuum. Ernsthaft? Das Ash Pikachu hat den eigenen was? Evolium. Fuegronium. Okay, klar. Grandirasium. Mhm. Carpium. Logisch. Lunalium. Marshadownium. Wo soll ich das denn herkriegen? Munium. Migmigmium, Pikachuum, Primarenium, Relaxonium, Silveronium, Solgaleum, Ultranecronium, okay. Außer Alola Raichanium kann ich keine haben und das sind die einzigen, die auch Gen 7 sind. Also Alola Raichu wäre noch cool zu haben wegen einer eigenen Z-Attacke.
Oh krass, der Rest ist krank besonders. Es gibt einen für Grandiras. Okay, Grandiras wäre auch noch ein Gen 7. Also Alola Raichu und Grandiras sind noch Gen 7 Z-Steine. Oder Mimikma Schwertanz einsetzen lassen und dann angreifen lassen? Wie soll ich denn Mimikma 3 Runden lang Schwertanz einsetzen lassen? Ich weiß gar nicht, wie Mimikma bei mir draufgegangen ist. Es hat nicht mal die Fähigkeit wurde getriggert. Du weißt nicht, wie man neue bzw. mehrere Boxen in Pokémon Home macht. Michel, was meinst du? Wie viele Boxen hast du denn und wie viel hättest du gerne? Mega Kick, das klingt gut. Mega Kick ist normal. Genauigkeit 75. Was ist nur eine Runde? Doppelkick 30. Mega Kick. Aber ich will nie Normalattacken einsetzen. Aber Doppelkick ist halt auch traurig. Mega Kick. Mega Kick. Noch nie gehört. Ja, ist besser als Doppelkick. Okay, also wenn ich hier trainiere, dann gehe ich wenigstens dahin, wo Miniras ist. So, Rumi, du bist ein Nidoqueen. Hey, 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 Nidoqueen. Halt, falsche Richtung. Ja, also ich bin da halt neu und hätte halt ein paar mehr Boxen, um da einen Living Dex zu machen. Oh, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Du musst für Pokémon Home Geld zahlen. Wenn du nicht Geld zahlst, hast du nur eine Box, um zu transferieren. Wenn du wirklich Pokémon Home benutzen willst, musst du dafür zahlen. Ich glaube, Pokémon Home kostet im Jahr... Wie viel kostet Pokémon Home im Jahr? 17 Euro? Ich glaube, du hast nicht für Pokémon Home gezahlt und hast nur die eine Transferbox. Habe ich mit Mimikma 2 Runden gekämpft? Ich kann schwören, ich habe es in den Kampf gerufen und dann wird es sofort umgebracht. Aber okay. Es waren nicht 15, es waren 16, 17 irgendwas. Okay, Leute, es tut mir leid, wir müssen jetzt hier in der Dunkelheit ein bisschen rumlaufen. Ah, das war der Schrei. Aber wir trainieren so und vielleicht finden wir noch die zwei Miniras, die mir fehlen. Vielleicht finden wir sogar einen Grandiras. Und das hilft uns ein bisschen und dann gehen wir vielleicht noch in Höhlen, wo es ein bisschen netter aussieht und fangen da Pokémon, die uns noch fehlen. Aber ansonsten muss ich dann mir bis morgen mein Team trainieren, beziehungsweise nach einer Taktik gucken, die ich anwende. Aber ja, Necrozma war klar, dass das schwer wird. Es ist ja berüchtigt. Aber dass es mich sofort wiped mit einer Attacke jeweils, ist ein bisschen hart. Wie viele Boxen bekommst du für Home? Alle. Wie viele Boxen hat Home? 200? Ich habe einen kompletten Living Dex, einen kompletten Shiny Living Dex, also Form Dex. Also ich habe einen kompletten Shiny Living Form Dex, einen kompletten Living Form Dex und zusätzlich noch Boxen mit einfach random Pokémon und Boxen voller Legis und besonderen Pokémon. Ich habe trotzdem irgendwie noch locker 50 Boxen frei. Also wem Pokémon Homeboxen nicht reichen, der hat noch ein größeres Sammelproblem als ich.
Ein Vierer mit Fokusgurt und Toxin wäre wohl dann zu easy. Ich meine, es ist ein bisschen langweilig. Dann, du meinst, dann kaufe ich mir einfach 50 Beleber. Soll ich mir einfach 50 Beleber kaufen und dann einfach die ganze Zeit mich wiederbeleben, 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 während es an Toxin verreckt? So lame. Und dann noch Schutzschild zwischendrin. Nee, es ist so lame. Welches Mon ist hier denn hier am besten? Kampf, Stein. Ich weiß, das wusste ich schon, dass das eine Taktik ist. Ja, dass das eine Taktik ist. Aber wie die Attacke schon sagt, das ist eine sehr toxische Taktik, finde ich. Aber ja, wenn mich Necrozmon zu sehr nervt, werde ich das einfach machen. Volverok, Volverok. Die Volverok ist schneller als ich. Achso, ja, mein Pferd ist so lahm. Aber Toxin tötet doch nicht in 6 Runden. Hat es so wenig? Also ja, ich weiß, es ist prozentual und es wird immer stärker, aber 6 Runden? So schnell? Fear mit Radfratz wäre auch eine Idee. Fear ist ein geiles Horror-Shooter-Spiel von 2004? Keine Ahnung. Was ist denn Fear? Einfach Superzahn, Superzahn, Superzahn. Das Shooter-Game war echt nice. 4-1, der erste Teil war echt... Ich hab so mehr in die Hose gemacht damals. Das war auch eins meiner ersten Horrorspiele, die ich hier gespielt habe, neben Dead Space und so. Dead Space und 4 waren brutal damals. Inzwischen... Ich würde gerne mal wieder 4 spielen. Aber es wird, glaube ich... Inzwischen ist man das gewohnt. Radfratz auf Level 1 mit Fokusgurt, Notsituation und Ruckzuckheb. Auf Level 1? Okay, ich weiß nicht, was Notsituation macht. Toxin ist stärker als normales Gift. Ja, das ist klar, ich weiß, das ist eine starke Vergiftung. Schwer vergiftet. Miniras. Anseeron. Das ist jetzt doof. Was? Ich mach mal Megakick. Aus Spaß. Nicht mal eine coole Animation. Miniras. Es hat sogar der ganze Himmel hat dieses schwarze Loch. Das sieht schon ganz cool aus. Aber es ist ein bisschen zu dunkel, finde ich. Wenn es für immer Nacht ist, ich finde, es würde reichen. So wie es hier im Kampf ist. Wenn die Grafik immer so wie hier im Kampf wäre, hätte ich kein Problem mit. Aber das, was wir gerade haben, ist... Ja, ist ja ganz schlimm. Vierer. Ja.
Geht denn Ditto wirklich, weil jemand vorhin Ditto gesagt hat? Würde Ditto funktionieren? Ist es nicht irgendwie geblockt in dem Kampf oder dass bei Wandler dann kommt, das geht nicht oder so? Kannst du dich wirklich in dieses Mon verwandeln? Es wirkt ein bisschen seltsam. Oh doch, wäre aber auch eine Idee, hier die ganze Zeit zu killen. Wo gibt's denn hier Ordochs? Wenn ich nur leveln möchte. Samira ist ein bisschen seltsam. Oh doch. Vielleicht sind die leichter zu finden. Wahrscheinlich raschelt es auch das Gras. Ultradimension Zero. Okay. Aber die Ultradimension, das kann nicht schneller sein, das mit Leveln, oder? Weil ich jedes Mal ein Loch erst finden muss. Ich glaube, hier im Endgebiet. Also, Shanera wäre am besten. Aber ich sehe das wackelnde Gras nicht. Also, ich könnte es hören. Weil du in dem Gebiet noch nicht warst und es ist ein Busch. Ich war in dem Gebiet, wo es Hyteras gibt. Da war ich vorhin. Raschelnder Busch, ja. Wo sind die Mineras? Ist die Chance erhöht, das Pokémon zu finden, das ruft? Weil die ganze Zeit man die Pokémon-Rufe hört. Ich hab das Gefühl, vorhin, als es gemacht hat, habe ich auch eins gefunden. Kann ich einfach stehen und warten, bis Mineras schreit und dann mich bewegen? Oder es ist einfach komplett random. Aber 1000 XP ist jetzt auch nicht viel pro Kampf. Kommen die Schreie auch, wenn ich mich nicht bewege? Es hat gemacht. Ich gehe ins Gras. Es ist ein Wolverine. Okay, nein. Theorie gebrochen. War nicht erhöhte Chance auf Mineras in der Höhle. Also bei Mineras stand hier nur Pony. In der Höhle stand gar nichts. Canyon von Pony. Ach
Also kleine Inselprüfung von Pony. 100% Herrscher mit Aura, die Ausstattung versteigert. Ich glaube. Nee, die. Da sind nur die von der Prüfung. Da kommen keine mehr, wenn die Prüfung vorbei ist. Gegen was kämpfe ich? Lin Fu. Fünf Prozent ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, in der Höhe, ob in der Höhle jetzt noch mal welche kommen, aber hier steht halt 100%. Das kann ja nicht sein. Das steht bei Miniras, Grandiras und Mediras 100% und das kann ja nicht sein. Deswegen sind es die statischen Encounter und die kann man nicht fangen. Und auch schon in der Höhle habe ich gerade. Wer kommt jetzt an erster Stelle? Wer ist jetzt unser Kämpfer? Donarion braucht mal eine geile Spezial-Käfer-Attacke. Kann Mimikma jetzt schon was reißen hier? Schauen, ob Mimikma schon stark genug ist. Knuddel ist tot. Ich will mal, ich muss mal Knuddler anschauen, die Z-Attacke. Dauert halt ewig, mit Mimikma zu kämpfen. Jedes Mal schauen wir uns die Sequenz an. Welches Wesen hat Mimikma? Ja, so genau müssen wir jetzt nicht leveln. Aber wenn es dich interessiert, es ist ein mäßiges, nein, ein hartes, sehr geil, hartes Mimikma. Ein sachtes Mimikma. So, ich mache jetzt mal Z-Knuddler. Wie heißt die Attacke dann? Herzliche Knuddelkloppe. Oh, geil. Warum ist das die Sequenz, wo es so mit seinem Rock auf einen zudüst? Das will ich mal sehen. Okay, wie immer. Seltsamer Move. Ja. Es liebt mich. Herzliche Knuddelkloppe. Ja, das ist es. Nein. Ja. Ah. Ja, das meine ich. Wie seltsam ist das? Das ist ja mega. Okay, das ist bis jetzt die beste Z-Attacke. Nur noch Relax ist es wahrscheinlich besser. Sehr gut. Jetzt noch eine Minze finden für ein hartes Wesen für Mimikma. Was ist das hier? Leuchtet da was? Leuchtet da was? Kann nichts machen. Thank you.
Sehr effektiv. Das heißt, Dunkelklaue ist auch die beste Geisterattacke für Mimikma, oder? Ist Dunkelklaue die stärkste physische Attacke? Ich glaube schon. Spukball ist die beste Spezial. Das ist sogar seine Ult in Pokémon Unite. Geil. Inzwischen gibt es echt sau viele Charaktere. Spielbare Charaktere. In Unite, oder? Ich höre die ganze Zeit immer nur, ja, das gibt's auch in Unite. Ich bin so, was? Ich wusste nicht, dass man Mimikma einfach in Unite spielen kann. Komm, gib mir noch einen Mini raus. Ich meine, wir leveln ganz okay, aber ein Mini raus. Das hier leuchtet, ist echt komisch. Nö, Panzeron ist echt am anstrengendsten zu besiegen. Phantomkraft gibt's auch noch. Hm. Dunkelklaue, Knuddler, Schattenstoß und Schwerttanz. Clownwetzer hat er ja von alleine gelernt. Ich muss mal gucken, ob ich die Schwerttanz-TM finde. Schattenstoß habe ich aber, glaube ich, auch nicht. Pokémon Unite, das Pokémon-Spiel, das ich ständig vergesse, genau wie Pokémon Rumble. Ich glaube, Pokémon Rumble kannst du noch eher vergessen als Unite. Unite war ja echt, als es rauskam, hat es jeder mal ausprobiert. Macht nur Dreschflegel und wundert sich. Ja, Mimikma mit Erstattacke und dann auch noch Kostümspuk ist schon, klingt sehr gut, ja. Vorhin direkt Mineras gefunden. Jetzt traurig. Mimikma schlägt sich sehr gut. Besser als die ganze Zeit Silvacho. Mineras will nicht mehr. Vier Knuddler gebe ich Mineras noch. Eine Chance. Pony Blumenmeer besiegt Schauspielerin Maggie erst im Mili Mili Blumenmeer, Avenue Royale und Ula Ula Blumenmeer. Oh Gott. Und dann kriege ich erst Tee im Schwerttanz. Klingt zu aufwendig. Thank you.
Ich habe auch gedacht, dass mir Migma nur einmal angegriffen hat und sofort besiegt wurde. Aber jemand hat gemeint, dass mein Migma zweimal angegriffen hat. Ich habe es anscheinend nicht mitgekriegt, dass Kostümspuk gewirkt hat. Wie ziemlich sicher. Du hast gesehen, dass Kostümspuk nicht gewirkt hat. Und was ist, wenn zählt Kostümspuk vielleicht von dem Kampf davor? Ach, davor habe ich doch gegen Morlord, habe ich glaube ich einmal Kostümspuk gemacht. Das ist doch pro Kampf die Fähigkeit, das kann doch nicht sein. Du hast doch keinen Angriff rausbekommen. Ja, aber anscheinend ist die Attacke, die ich mit Migma gemacht habe, hat nicht geklappt. Eieiei. Minirus. 5%, das wäre in Gen 2 schon 10-mal gekommen. Sturzflug für Silvaro. Es ist noch nicht mal ein Flug-Pokémon. Aber besser als Pflücker. Dann ist es wenigstens eine starke Attacke, die mir selber wehtut. Ja, komm, besser als Pflücker. Dann habe ich wenigstens eine Flugattacke, die keinen Stab hat. Okay, ich muss zurück, weil mein Knuddler ist weg. Gab's Knuddler schon vor Migma? Ja, oder? Ja, es wirkt so wie so eine Attacke, die vielleicht für Migma erfunden wurde. Wobei natürlich ist Pummeluff und Pixie prädestiniert für Knuddler. Ich werde mir immer noch überlegen, noch irgendein Pokémon komplett zu ersetzen. Ich habe auch Kokowai. Was auch vielleicht nicht schlecht ist. Ich habe ein Knogger. Nee, nicht noch ein Geist. Georock. Ich habe ja sogar ein Ditto. Von dieser Quest. So viele Geister. Tukanon? Nee. Oh, Snobilikatz ist so cool. Ich glaube, mein Team ist gar nicht so schlecht. Es fehlen zwar ein paar Typen, aber ich glaube, die Pokémon sind alle ganz, ganz gut stark. Was ist mit dir? Zenitstürmer? Der Typ random. Ich spreche irgendjemanden an. Willst du Zenitstürmer lernen? Später. Aber tatsächlich muss ich jetzt aufhören, denn ich muss kochen. Ihr wisst alle ganz genau, was ich kochen muss. Es ist wieder soweit. Wir haben heute viel geschafft, ich weiß nicht. Also, es hat halt gedauert, bis ich durch die Höhle durchgekommen bin, wegen den ganzen starken Kämpfen. Ich habe echt jeden NPC bekämpft auf dem Weg durch die Story. Und trotzdem bin ich mit meinem Team nicht auf Level 60, aber ich habe oft meine Teams durchgewechselt. Vielleicht, wenn ich von Anfang an das gleiche Team gehabt hätte. Wären jetzt alle auf 60? Ich glaube nicht. Ich finde es cool, dass sie so einen starken Gegner eingebaut haben. Ich finde es aber komisch, dass sie es in der Hauptstory machen. Ich hätte gedacht, das ist eher Endgame. Sowas wie, keine Ahnung, optional danach geht es dann noch weiter und dann besiegt man das Necrozma. Ich finde es komisch, dass ich jetzt so unterbrochen werde und jetzt leveln muss in einer super dunklen, tristen Welt. Es ist so ein bisschen wie vieles in Gen 7, so geil, aber nicht komplett durchdacht. Herrscher geil, Rätsel davor nicht ganz durchdacht.
aber... Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, heute Nacht in dem Spiel hier zu leveln. Ich will mein neues YouTube-Video fertig machen. Beziehungsweise anfangen, fertig zu machen. Nochmal speichern. Vielen Dank fürs Dasein. Ich bin wahrscheinlich morgen wieder da, zur gleichen Zeit, nachmittags. Dann machen wir weiter oder was anderes. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr mit mir leveln wollt. Ansonsten kann ich natürlich einfach am Vierer Schwarzgurt suchen und sowas können wir immer machen. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Hallo Little Witch. Danke fürs Dasein. Und Bussi, Bussi, Bussi.